Können wir auch anfangen. Guten Tag, meine Damen, meine Herren, liebe Frauen und Männer oder alle, die sich wie auch immer bezeichnen. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich und habe gerade schon zu Anfang festgestellt, ich habe noch nie eine Veranstaltung organisiert, wo so viele Männer waren. Ich bin beeindruckt und es scheint ja was mit der Fragestellung und dem Thema zu tun zu haben. Mein Name ist Gitti Henschel. Ich leite zusammen mit meinem Kollegen Henning von Bargen das Gunda-Werner-Institut für Feminismus und Geschlechterdemokratie. Und diese erste Diskussionsveranstaltung Streitwert Politik im Dialog hat eben den Titel Liquide Demokratie versus gleichberechtigte Teilhabe, wo wir die Frauen- und Geschlechterpolitik der Grünen und der Piraten, die ja einen vergleichsweise atemberaubenden Aufstieg im letzten Jahr entwickelt haben, gerne zur Diskussion stellen möchten. Darüber streiten, mit Ihnen diskutieren. Das ist eine Kooperationsveranstaltung zusammen mit dem Freitag. Deshalb wird auch hier Susanne Lang als Freitagredakteurin moderieren und mit Missy Magazin. Dieser Streitwert ist der erste, nämlich ein neues Format des Gunda-Werner-Instituts, was wir entwickelt haben, weil wir gesagt haben, wir möchten gerne gesellschaftspolitische, aktuelle Themen mal in einem anderen, neuen Format, relativ leichtgängig und kontrovers diskutieren, bevor wir dann in vertiefte Analysen gehen und hoffen damit auch, und das scheint ja jetzt erreicht zu sein, auf jeden Fall eine Zielgruppe erreichen, die sich sonst vielleicht nicht aus einer feministisch-geschlechterpolitischen Perspektive oder auch vertieft schon, also mit einer fundierten Perspektive in Themen reingedacht und strategisch Sachen weiterentwickelt haben. Wir haben deshalb natürlich auch gefunden, dass dieses Thema ein guter Anfang sein kann und hoffen, dass wir eben sehr viele unterschiedliche Menschen jetzt auch durch diese Diskussion anregen können, weiter sich Gedanken zu machen, weiter zu diskutieren auch. Und deshalb startet auch heute gleichzeitig, also mit dieser Veranstaltung, auch schon ein Blog auf unserem Streitwert-Blog, zu dem Sie dann alle auch herzlich eingeladen sind, auch natürlich was zu dieser Veranstaltung hinterher zu sagen. Ja, Grüne und Piraten. Was ist bei denen geschlechterpolitisch los und haben die Piraten unter feministisch geschlechterpolitischen Aspekten das Potenzial, den Grünen den Rang abzulaufen? Wieso haben die überhaupt so viel Zulauf? Wo ist doch die Grünen mit einem expliziten frauenfeministischen geschlechterpolitischen Profil und Ansatz gibt? Was fehlt da oder ziehen die Piraten ganz andere Leute? Und vor allen Dingen natürlich auch Beteiligungsformen, sind die unter geschlechterpolitischen Aspekten was ein Potenzial hat, was vielleicht auch andere Parteien und dann natürlich auch die Grünen übernehmen könnten? Oder ist es eher ein toller Hype gerade jetzt und hat nicht sehr viel Perspektive? All diese Fragen und noch viel mehr möchten wir gerne mit Ihnen diskutieren. Kontrovers. Hoffentlich auch, aber fair. Wir haben auch neue Beteiligungsformen hier gedacht, uns vorgestellt. Deshalb liegen auf allen Tischen auch Stifte und Zettel, wo wir gedacht haben, bitte? Ja, das ist altmodisch. Aber wie wir das nun irgendwie virtuell hinkriegen, haben wir uns auch Gedanken drüber gemacht, nämlich indem wir die Fragen, die Sie dann an einem Tisch oder ja jeweils zwei bis drei, darauf sollten Sie sich dann einigen, die können wir an die Wand werfen, dann können alle die sehen und mitdiskutieren. Dazu auch nochmal und natürlich vor allen Dingen das Forum. Es gibt auch noch insofern eine andere Form des Streitwerts als sonst, weil wir haben noch hier zwei besondere Personen, nämlich zwei ExpertInnen aus der Zivilgesellschaft, die wir extra geladen haben und die also besonders auch nochmal eingebunden werden. So, viel jetzt der Vorrede. Ich freue mich nun besonders Susanne Lang begrüßen zu können, die dann auch die anderen vorstellen wird. Sie ist seit knapp 4 Jahren Redakteurin beim Freitag, hat dort den Gesellschaftsteil entwickelt, die Tradition einer Frauenseite,
die jetzt aber eine Gender-Seite ist, wieder aufleben lassen. Die war zwischenzeitlich mal verloren gegangen. Hat vorher bei der Taz gearbeitet und die Journalistenschule in München absolviert und Germanistik und Kulturwissenschaften studiert. Bevor ich jetzt endgültig zu dir übergebe, Susanne, möchte ich mich nochmal bei allen bedanken, die hier an dieser Veranstaltung organisatorisch und konzeptionell mitgearbeitet haben. Das ist natürlich vor allen Dingen mein Kollege Henning von Bargen, der auch hier irgendwo sitzt. Christine Weiß, die die Organisation dieser ganzen Veranstaltung übernommen hat, Claudia Trom, die auch den Streitwertblock weiter betreuen wird, das Veranstaltungsbüro und die Öffentlichkeitsabteilung, die nicht zuletzt auch dafür gesorgt hat, dass dieser Livestream hoffentlich gut funktioniert. Jetzt wünsche ich uns und Ihnen allen eine anregende und interessante Debatte. Ja, auch von mir nochmal herzlich willkommen. Ja, Gitti hat ja schon ziemlich viel jetzt auch zum Thema gesagt. Ich möchte trotzdem nochmal kurz vielleicht ein bisschen detaillierter einleiten. Und zwar wollen wir ja eben reden über das Konzept der liquiden Demokratie versus gleichberechtigte Teilhabe, sprich das Modell oder Konzept der Piratenpartei gegenüberstellen oder diskutieren im Vergleich zu den Grünen. Die Piraten behaupten ja von sich oder haben den Anspruch, dass sie quasi die neue Freiheitspartei sind mit emanzipativem Charakter, woraus dann natürlich auch eine zeitgemäße, wie die Piraten sagen, Geschlechterpolitik folgen muss, die aber eben komplett auf freier Selbstbestimmung basiert. Und daraus schließt unter anderem etwas eher Kontroverses, nämlich die Piraten sind eigentlich für die Abschaffung überhaupt der Geschlechterkategorien, zum Beispiel eben dann auch, dass Parteimitglieder nicht nach Geschlecht erfasst werden, beziehungsweise dass alle Behörden eigentlich die Geschlechter nicht erfassen, für die Abschaffung der Normalfamilie, also im konventionellen Sinne, aber auch sagen das Konzept dann der Polyamorie, wo man eben Lebenspartnerschaften mit mehr als zwei Menschen eingehen kann und kämpfen gegen die Quote. All das, sagen, findet Anklang, zumindest wird es stark diskutiert und wir wollen uns fragen, ist das jetzt wirklich, wirklich ein neues Politikverständnis oder finden die Piraten nur neue Worte, englische tolle Worte für Konzepte, die es eigentlich schon länger gibt, beziehungsweise die die Grünen eigentlich in die Politik gebracht haben, was ja ganz stark sozusagen, oder Unterschiede, wo schon mal auffallen, dass die Grünen für eine Quote sind, sie auch innerhalb der Partei pflegen. Sie setzen eben auf gleichberechtigte Teilhabe, haben auch ein pro-feministisches Männermanifest vorgelegt und sind im Grunde für die völlige Gleichstellung von homosexuellen und heterosexuellen Lebenspartnerschaften. Das sind jetzt alles nur ein paar Stichworte, um sozusagen schon mal konkreter zu machen, wo bei uns der Fokus liegen wird. Ich habe noch das Internet vergessen, das natürlich auch als Tool ganz wichtig ist bei den Piraten. Da müssten wir gleich auch mal gucken, was die Grünen dem entgegensetzen oder wie die sozusagen auch das Internet einbinden wollen. Und genau, sprechen werden wir darüber. Ich fange mit den Grünen an, hier zu meiner Linken. Ich weiß nicht, ob es Zufall ist oder Absicht, dass sie hier links von mir sitzen. Ich begrüße herzlich Malte Spitz, der ist seit 2006 Mitglied im Bundesvorstand der Grünen und hat eigentlich die Schwerpunkte Datenschutz, Bürgerrechte, Kulturpolitik und Medienpolitik, ist aber eben einer der Mitautoren des Männermanifestes, das ich gerade schon angesprochen hatte, und findet eben wie die anderen Autoren oder Mitinitiatoren des Männermanifests, dass sie eher nicht länger Macho sein wollen muss, sondern ein Mensch sein möchte. Und sagt aber auch, dass von der wirklichen Gleichstellung, wie es die Grünen eigentlich wollen, wir noch weit entfernt sind. Herzlich willkommen.
Dann haben wir hier das jüngste Mitglied auf dem Podium, Dimitra Kostimpas, ist 22 und Frauen- und genderpolitische Sprecherin bei der Grünen Jugend seit 2011. Und ihr Ziel ist auch eine Gesellschaft, in der Geschlecht keine Rolle mehr spielt, sagt aber auch, davon sind wir noch weit entfernt. Und man muss vor allem erstmal die Frauen in der Gesellschaft und in Organisationen stärken. Wie genau, werden wir dann wahrscheinlich auch noch hören. Herzlich willkommen. Ich mache mit der Frau weiter, meiner rechten Seite. Julia Schramm war zunächst mal Mitglied bei der FDP 2005, ist dann aber übergewechselt zu den Piraten seit 2009 und seit 2012 ist sie Beisitzerin, seit diesem Jahr im Bundesvorstand und hat das, wie sie gerade eben auch nochmal gesagt hat, dezidiert als Feministin geschafft. Sie bezeichnet sich nämlich auch als Feministin und das, obwohl die Piratenpartei ja eher als Männerclub gilt, beziehungsweise in den Medien gerne so dargestellt wird. Und sie sagt, dass sie Feministin ist, obwohl sie die Quote ablehnt ist aber, was wahrscheinlich auch eher ein neues Phänomen ist, durch das Netz überhaupt Feministin geworden. Herzlich willkommen, Julia Schramm. Und dann, last but not least, herzlich willkommen, Bernd Schlömer, ist Vorsitzender der Piraten seit diesem Jahr und hat ansonsten Sozialwissenschaften studiert, Kriminologie auch und ist seit 2010 Regierungsdirektor im Verteidigungsministerium. Also was zugegeben so richtig klassisch männlich klingt, hat Wehrdienst auch gemacht, aber darüber können wir vielleicht dann auch nochmal reden. Und ist, was ich auch ganz spannend fand, nach eigenen Angaben konnte man zumindest auf Wikipedia lesen, überzeugter Katholik, was ja vielleicht im Geschlechts- oder genderpolitischen Sinne auch nochmal interessant ist. Herzlich willkommen, Bernd Schlömer. So, ich möchte gerne so zum Einstieg, vielleicht auch als gute Vorübung für den Bundestagswahlkampf nächstes Jahr, einfach die Frage an alle stellen und würde jetzt einfach mal klassisch bei den Frauen erstmal anfangen, bei Dimitra Kostimpa. Warum sollte ich jetzt als Frau oder wie man ja wirklich auch überraschenderweise, wie ich finde, sind sehr viele Männer da, wieso sollte ich als genderpolitisch interessierte Wählerin jetzt noch die Grünen wählen? Einfach reinsprechen. Gerade als Genderpolitiker oder Genderpolitikerin muss man eigentlich die Grünen wählen, weil wir die einzige Partei sind, die dezidiert offen feministisches Selbstverständnis haben und das auch sehr, sehr bewusst leben. Und Unser gesellschaftliches Ziel ist ja wir machen eine emanzipatorische Gesellschaftspolitik und davon profitieren ja, natürlich wollen wir Frauen stärken in der Gesellschaft, aber wir wollen natürlich das Leben schöner machen für alle. Und deswegen muss man eine Organisation wählen, die sich dezidiert feministisch bezeichnet. Also feministisch und nicht sozusagen, weil das gilt auch für die Männer, die hier im Publikum sitzen, denen sollte das auch wichtig sein. Selbstverständlich. Ich meine, das ist ja auch, auch das Leben als Mann, ja, hat ja auch viel damit zu tun, wie was überhaupt von Frauen und dann auch eben auch von Männern erwartet wird. Ich übergebe direkt mal hier an Julia Schramm. Warum sollte ich die Piraten wählen, wenn mir diese Themenagenda wichtig ist? Also ich glaube, dass die Piraten mit ihrem Netzwerkansatz viele Möglichkeiten geben, eine emanzipatorische Politik auch tatsächlich umzusetzen. Also wir haben natürlich, denke, dass die Quote ein sinnvolles Instrument ist. Ich lehne das auch nicht in allen Bereichen ab, aber ich glaube, es stößt an Grenzen. Und stattdessen denke ich, dass der Netzwerkansatz, den wir mit der Liquid Democracy eben auch forcieren, da wesentlich effektiver sein kann. Unabhängig davon würde ich immer sagen,
dass wir auch noch ziemlich beeinflussbar sind. Das ist jetzt nicht vielleicht unbedingt für den Wähler direkt, aber für jemanden, der sich auch genderpolitisch engagiert, durchaus interessant, bei den Piraten noch ein bisschen rumzuwirbeln. Und ich denke, das haben ja auch schon einige getan, die ganz bewusst eingetreten sind mit der Ansage, sie werden die Partei feministischer machen. Das begrüße ich sehr. Eine kurze Nachfrage vielleicht, weil das Stichwort jetzt ja schon häufiger gefallen ist, Liquid Democracy. Vielleicht ganz kurz, worin besteht der Vorteil jetzt aus genderpolitischen Ansätzen? Also was bringt dieser Netzwerk, diese Netzwerkstruktur oder diese Partizipationsmöglichkeit? Ich habe eine schöne Anekdote erzählt bekommen aus Italien, wo einer unserer Beauftragten Liquid Feedback vorgestellt hat, das ist das System, was wir nutzen für Liquid Democracy. Und am Ende kam eine ältere italienische Frau auf ihn zu und meinte, das ist gut, weil das ist gut für Frauen. Und ich war erst kurz, habe ich kurz gedacht, ah ja, natürlich. Weil es wesentlich weggeht von klassischen Machtstrukturen, die auf Menschen delegiert werden, die rein durch Wahl Macht bekommen. Das heißt, es ist eine Personenwahl, es ist quasi Total Buyout, ja. Also man wählt eine Person, Bundesvorstand, jetzt innerparteilich für ein Jahr, und diese Person muss alles vertreten. Wir haben aber in der Liquid Democracy die Möglichkeit, auf einzelne Themengebiete zu delegieren und dadurch Menschen Macht, Entscheidungsmacht in einzelnen Sachthemen zu geben, die wiederum tatsächlich eher mit Expertentum zusammenhängen als mit den Kriterien, die notwendig sind, um eine klassische Wahl zu gewinnen. Und das funktioniert sehr gut. Dadurch bekommen bei uns sehr viele stille Akteure ein Gewicht in der Partei. Und abgesehen davon gibt es die Möglichkeit, flexibel die Partei zu gestalten, also flexibel an der inhaltlichen Entwicklung der Partei teilzunehmen, was besonders für alleinerziehende Mütter zum Beispiel, auch wenn ich den Begriff alleinerziehend nicht mag, aber also für Frauen, die eben oftmals mit der Fürsorge sehr eingespannt sind, sehr vorteilhaft ist. Und wir bekommen da auch tatsächlich oft positive Rückmeldungen. Also dass Frauen sagen, ich muss nicht diese Stammtischkultur unbedingt mitmachen, ich habe keine Präsenzpflicht, sondern ich kann von dem Computer aus freie Zeiteinteilung machen und kann trotzdem im Liquid Feedback viele Stimmen auf mich vereinen und dann in den Themengebieten, die mir liegen, dann auch Entscheidungen treffen und zum Teil mit 50, 60 Stimmen oder 100 Stimmen auch dann Sachentscheidungen dominieren. Ja, Malte Spitz, was ist die Antwort auf Julia Schramms neuen Ansatz? Ja gut, die Frage war ja, warum sollte man uns wählen eigentlich erstmal? Und da will ich mich jetzt gar nicht in Abgrenzung aufstellen, sondern ich glaube, es geht vor allem bei geschlechterpolitischen Fragen auch um eine, ich würde mal sagen, wertebasierte Politik. Und ich glaube, dass wir Grüne über die letzten 20, 25 Jahre auch vor allem, wenn es um Geschlechterfragen geht, eine Politik entwickelt haben, die sich an Fragen wie Gleichheit in einem gewissen Maße, aber auch Gleichberechtigung wie auch Gerechtigkeit ableitet und das quasi zusammendenkt und halt nicht mal hier ein bisschen nimmt und da ein bisschen nimmt, sondern es quasi in einen Rahmen setzt, wo man halt wirklich als Ziel hat, wir wollen die gleichberechtigte Gesellschaft. Ich sage, im Jahr 2012 sind wir da noch nicht. Ich glaube, wir werden auch nicht in 5 Jahren dahin kommen. Und aus dem Grunde treten wir auch für Instrumente ein, um zu diesem Ziel zu gelangen, wie explizite Frauenförderung, sowohl bei uns parteiintern als auch in der Gesellschaft insgesamt. Und das sind, glaube ich, sage ich jetzt mal von der dann konkreten Umsetzung her schon Unterschiede zwischen uns und auch der Piratenpartei, weil ich glaube, wir da, sag ich jetzt mal, ein bisschen stringenter rangehen, als nur die Frage, löst man Strukturfragen, wie jetzt zum Beispiel die Bevorzugung der klassischen Ehe, sondern wir sagen, es muss auch noch einen Schritt
weitergehen, wenn das Ehegattensplitting aufgehoben ist, ist das nicht der Sieg, dass wir jetzt auf einmal in einer gleichberechtigten Gesellschaft leben. Und ich glaube, dass wir da einen Schritt weitergehen. Und ich glaube, wir haben auch innerhalb der Partei, ich will nicht sagen, einen feministischen Konsens, aber ich glaube, dass dort die Töne auch von vielen Männern gegenüber Geschlechterfragen deutlich sensibler als auch, sag ich jetzt mal, durchdachter sind. Also ich sage jetzt mal, ich würde mal die Hand ins Feuer legen, bei uns würde kein Abgeordneter auf das Wort Frauenförderung mit dem Begriff Tittenbonus antworten, wie es bei der Piratenpartei der Fall war. Das ist jetzt ein Einzelfall. Aber ich glaube, es sei jetzt mal steht zum Teil symptomatisch für eine gewisse Diskussionskultur, die in diesem Themenbereich zum Teil, glaube ich, existiert, auch wenn ich das jetzt nicht für die Partei verallgemeinern will, weil ich kenne auch bei den Piraten viele Feministinnen, männlich wie weiblich, aber es ist, glaube ich, einfach eine Situationsbeschreibung. Da würde ich auch gerne an Bernd Schlimmer übergeben. Ist es denn auch so, dass Sie jetzt überhaupt sagen würden, der geschlechterpolitische Ansatz ist insgesamt bei den Piraten so wichtig, dass es ein Grund sein kann, dass ich diese Partei wähle, wenn mich dieser Bereich einfach besonders interessiert als Bürger? Vielleicht darf ich erst nochmal auf Maltes Bemerkung eingehen. Ich glaube, es ist kein Einzelfall, dass es bei uns sexistische Äußerungen gibt. Das ist in der Tat ein Phänomen. Das sind Vorgänge, die uns im Bundesvorstand erschrecken. Und wir versuchen auch, die Parteimitglieder darauf hinzuweisen, dass das nicht unser Ansatz ist, unser Gesellschaftsentwurf, den wir in unserer Programmatik niedergelegt haben, wie wir uns ein Zusammenleben miteinander vorstellen. Die Piratenpartei versucht im Rahmen ihrer noch nicht weit entwickelten Familien- und Querpolitik, so heißt es, Sie haben sich vielleicht auch im Grundsatzprogramm und die Passagen anschauen können, in der Tat in den Mittelpunkt das Individuum zu stellen, das selbstbestimmt leben kann, unabhängig von Kategorien wie Geschlecht. Wir versuchen damit auch politische und gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen und Diskriminierung aufzuheben, die durch Ethnie, Geschlecht, soziale Gruppen letztendlich erzeugt wird und dem zu begegnen. Natürlich müssen wir als Partei uns auch den Fragen der Geschlechtergerechtigkeit annehmen. Das haben wir bislang noch nicht getan. Das muss man sagen. Es gibt keine, wir haben uns den Fragen angenommen, aber es gibt keine offizielle Programmatik bislang. Hier wollen wir natürlich auch von anderen Parteien lernen, auch von den Grünen, was sie in den letzten 20, 30 Jahren dort auch an Positionen, an differenzierten Positionen entwickelt haben. Letztendlich wollen wir ein Angebot an den Wähler machen und sagen, wir haben eine Vision, wie wir versuchen können, Ungerechtigkeiten, Benachteiligungen aufzulösen und auch Geschlechtergerechtigkeit dann herzustellen zu können, um politisch und Gesellschaft teilhaben zu können. Und das ist ein Angebot. Der Wähler muss es dann entscheiden. Ich bin kein Anhänger von Wahlkämpfen oder von Attacken oder von Debatten, sondern es ist ein Angebot, genauso wie die Grünen ihr Angebot machen. Das ist jetzt nur für heute Abend sehr schade, wir wollen uns hier streiten, wenn Sie am Anfang schon sagen, Sie wollen von den Grünen lernen, aber im Ernst, ich versuche es nochmal, bei Julia Schramm, da gibt es ja das schöne Zitat, nach 9/11 sozusagen wurden sie politisiert und haben sich so umgeschaut, welche Partei in Frage kommt, und die Grünen kamen nicht in Frage wegen der Perlohrringe. Also warum sozusagen, Sie könnten ja all die Politik oder diese Ansätze ja durchaus vielleicht auch bei den Grünen umsetzen. Also warum waren es nicht die Grünen? Das ist eine ganz klassische Pubertätsgeschichte. Ich war 15 und die Clique bei uns in meiner Stufe, die dominierende Clique, das war der Vorstand der Grünen Jugend Hennef. Und das war schlimm? Das war für mich, ich wollte mich davon ab, also ich wollte rebellieren, und das, was, also für mich war der Mainstream um mich herum, waren die Grünen. Das ist jetzt, dass das nicht unbedingt ein echter Ausschnitt war, und das Witzige ist auch, die Stufen über mir und unter mir waren auch ganz anders.
Aber das war nur diese, also meine Stufe, das waren halt, ich konnte mich mit denen nicht identifizieren, auch an einigen Stellen, weil es zum Teil sehr oberflächlich war. Also sobald ich dann, die haben dann zwar was von Umweltpolitik erzählt und Geschlechtergerechtigkeit spielte da gar keine Rolle, auch bei den Vertretern dieser der Grünen Jugend in Hennef, da mit 15 nicht. Und haben dann über Umweltpolitik gesprochen, aber wir haben dann, wenn ich danach gefragt habe, ja, aber wie sieht das denn aus mit Steuern und Verteilung und so weiter, da kam nichts und das war mir dann irgendwie zu blöd und dann war ich auch parteilos sehr lange und bin ja dann, ich dachte dann zwischendurch, ich sei liberal und das ist aber auch, hat nicht so gut funktioniert. Also zumindest nicht FDP-liberal. Gut, man hätte dann ja, genau, aber das wäre, wenn man die Frage jetzt auf heute nochmal stellt, können Sie sich auch nicht vorstellen, die Politik bei den Grünen zu machen, die Ihnen wichtig ist? Also natürlich gibt es manchmal Momente, wenn dann sowas, wie Malte ja völlig zu Recht angesprochen hat, das mit dem Tittenbonus kommt. Das tut natürlich weh und das ist auch schlimm für mich auch. Und in solchen Momenten denke ich mir, ach, wärst du jetzt bei den Grünen, da gäbe es das nicht. Natürlich. Aber wir dürfen natürlich auch nicht, aber ich, auf der anderen Seite denke ich mir, dass ich mich, glaube ich, auch in diesen festgefahrenen Strukturen, die es bei den Grünen jetzt schon gibt, auch nicht wohlfühlen würde. Und dass es auch, sagen wir mal, ziemliche Alpha-Männchen gibt, die durchaus sexistisch sind. Man denke da nur an Herrn Fischer. Kann man an der Stelle, glaube ich, auch nicht ausblenden. Und ich fühle mich bei den Piraten dann doch grundsätzlich sehr wohl, weil da, also man darf auch nicht vergessen, bei so einer Partei, das ist ja auch mal oftmals gar nicht eine Verbindung über Inhalte, weil eine schöne Welt wünschen wir uns alle, sondern es geht vielmehr über soziale Strukturen, über die gleiche Sozialisation, ähnlichen Humor, also es sind ja Kleinigkeiten, das ist ja ein Soziotop. Also die Partei ist ja wirklich ein Soziotop. Und ich habe halt durch meine Erfahrungen quasi in der Schule mich diesem Soziotop Grüne schwer, mich damit schwer identifizieren können, war halt auch immer, ja, ein klassisch geprägter Nerd im Prinzip. Und da habe ich bei den Piraten ziemlich Anklang gefunden. Und das ist halt meine Hood. Das möchte ich auch gleich nochmal nach da drüben geben. Wie sieht's da aus in einem Soziotop? Also die Alpha-Männchen oder zumindest das Alpha-Männchen, das angesprochen wurde, ist ja gar nicht mehr aktiv, aber sozusagen von Machtkämpfen oder ist nicht mehr in der ersten Reihe aktiv. Trotzdem aber sozusagen gibt es ja festgefahrene Strukturen. Es gibt mittlerweile auch Machtkämpfe. Sozusagen ist es gerade Anke Domscheit-Berg von den Grünen zu den Piraten gegangen, weil sie da denkt, dass sie besser Politik machen kann. Wie seht ihr beide das? Also würdet ihr das auch kritisieren sozusagen an der eigenen Partei oder gibt es ja nur Missverständnisse in der Wahrnehmung? Also das sehe ich auch und das ist natürlich auch kritisierenswert. Das ist ja eigentlich, politische Kultur ist einer der wichtigsten Gründe, warum Frauen sich nicht engagieren politisch. Und da müssen wir uns auch als Partei durchaus an die eigene Nase fassen. Ich meine, wir haben natürlich auch einen Anspruch so und den müssen wir auch versuchen, irgendwie in der Verbandskultur auch umzusetzen. Ich glaube aber auch, dass es sehr viele starke Stimmen gibt, auch in der Partei, die das auch kritisieren und die da auch dagegen kämpfen. Und ich meine, wir haben und das eben nicht einfach irgendwie ein Jürgen Trittin, der halt jetzt hier den Einzelkandidat machen kann, das geht halt auch bei den Grünen, ja, weil da halt genug sagen, nee, so geht's nicht. Und dann halt auch Frauen sagen, nein, aber ich will auch vorne dran stehen. Und dass dann aber auch klar ist, dass auch Platz geschaffen wird für Frauen. Ich glaube, das ist so, bei den Grünen wird eben ganz, ganz dezidiert Platz für Frauen geschaffen, wo er sonst wahrscheinlich nicht wäre, weil er eben weil Organisationen einfach männlich geprägt sind, ja, und eine männerbündische Kultur aufweisen. Und wir schaffen das zu durchbrechen und das geht nicht von heute auf morgen, aber es geht irgendwie. Und wir haben viele Frauen, wir haben viele super starke, tolle Frauen. Wenn ich nachfragen darf, da sieht man aber immer die gleichen. Also, ja. Also anders gefragt, haben Sie das Gefühl, es könnte mehr Platz gelassen werden? Ja, natürlich. Wir haben hier auch zum Beispiel Terry und Sina, unsere Sprecherin auf Europa- und Bundesebene, ist auch ganz tolle Frau, die ihr bestimmt auch noch lange sehen werdet. Ja, natürlich wird auch irgendwann Platz zu schaffen sein und der wird auch kommen. Also
der Platz für uns. Da bin ich ganz zuversichtlich. Nochmal der Spitzmann. Ja, ich würde zwei Sachen nochmal, also bei dem einen Punkt will ich es ein bisschen unterstreichen, was gesagt wurde. Ich glaube, dass es innerhalb der grünen Historie, sag ich jetzt mal, wenn man so die letzten 25, 30 Jahre sich anschaut, mit Sicherheit eine Zeit gab, ich will nicht sagen, die von Machos geprägt war, aber wo schon gewisse Führungskultur sich quasi eingelebt hat, die ich, wo ich glücklich bin, dass sie heutzutage so nicht mehr ist. Also sprich, da sag mal, hat eine tatsächliche Veränderung stattgefunden. Und auf einer zweiten eben die verkrusteten Strukturen. Ich bin in die Grünen eingetreten 2001. Im Vergleich zu heute haben sich die Strukturen zum Teil radikal verändert. Also das ist natürlich auch eine Sache, die geht nicht von heute auf morgen. Und wenn dann Leute sagen, die Grünen hätten jetzt auch schon so verkrustete Strukturen, wir werden jetzt vermutlich am Sonntag eine Urwahl, eine verbindliche Urwahl von unseren Spitzenkandidatinnen einladen. Sowas hat es auch noch nie gegeben. Wir werden im kommenden Jahr die Schwerpunkte unseres Wahlprogramms von allen 60.000 Parteimitgliedern abstimmen. Hat es auch noch nicht gegeben. Wir stimmen auf unseren Parteitagen die Reihenfolge der zu behandelnden Anträge ab. Ist jetzt auch, würde ich sagen, jetzt nicht verkrustete Struktur. Wir machen quasi Themenworkshops, wo wir quasi versuchen, die Parteimitglieder auf den Parteitagen zusammenzubringen, um noch vor Ort quasi Wissen kollaborativ zusammenzubringen und daraus dann vielleicht noch Änderungsanträge zu formulieren. Das ist natürlich eine Sache, die geht nicht von heute auf morgen, aber das sind Veränderungsprozesse und aus dem Grunde, glaube ich, entwickeln sich die Grünen dort in, finde ich, genau die richtige Richtung. Die Sachen, die man noch quasi auf der Checkliste als Veränderungsprozesse abhaken kann, sind natürlich vorhanden, genauso wie sie auch bei der Piratenpartei vorhanden sind, bei solchen strukturellen Sachen. Aber ich finde diesen Vorwurf, die Grünen haben verkrustete Strukturen und deswegen sind sie nicht attraktiv. Also A, würde ich dann die Leute einladen, sagen, komm, wenn ihr da so Punkte habt, die euch so auf dem Herzen liegen, dann kommt mit und sagt sie uns und wenn du Spaß dran hast, dann kannst du sie auch mitmachen. Als ich 2006 in den Vorstand angetreten bin, habe ich ein paar Punkte angesprochen, wo wir mittlerweile zum Glück ein Stück weiter sind. Das ist halt einfach auch, wo man sich dann für einsetzen kann und halt nicht nur an der Seitenlinie sagen kann, hier, die haben verkrustete Strukturen. Es gab so den einen kleinen Einschub, es gibt auf der Checkliste aber noch so ein paar Sachen, die noch nicht abgehakt sind. Also zählt da sowas wie die Einbindung des Internets auch dazu? Also weil natürlich gilt die Grüne Partei als eine Mitmachpartei, aber das, was ja Julia Schramm gerade ganz schön beschrieben hat mit der alleinerziehenden Mutter, die dann einfach leichter partizipieren kann, weil natürlich ja, die Strukturen anders sind als bei den Grünen. Klar würde ich mir wünschen, dass zum Beispiel bei uns die ganzen Ratsfraktion, ich habe mir das jetzt nochmal angeschaut vor ein paar Tagen, weil ich auch für uns die ganze internationale Arbeit mache und da die Zahlen zusammensuchen musste. Wir haben fast 10.000 kommunale Mandatsträgerinnen. Die sind in Gemeinderäten, Stadträten, Kreistagen und ich weiß nicht was vertreten. Und ich würde mir zum Beispiel wünschen, wenn dort eine internetgestützte Kommunikation stärker Einzug halten würde und das auch quasi als Arbeitsinstrument wirklich verstanden wird. Ich fände es spannend, wenn man zum Beispiel sagt, wir machen das Protokoll direkt aus den realen Fraktionssitzungen, damit Fraktionsmitglieder, die vielleicht nicht an dem Tag teilnehmen können, beziehungsweise Interessierte vielleicht jetzt nicht abends zur Fraktionssitzung gehen können, dann sich dort auch einbringen können, vielleicht noch mitschreiben, vielleicht Fragen stellen können. Ich glaube, da haben wir noch ein paar Punkte, die wir auf jeden Fall in den nächsten Jahren voranbringen sollten, was aber natürlich auch, glaube ich, ein bisschen stellvertretend steht für die Gesamtfrage, wie sich unsere Gesellschaft im digitalen Wandel aufstellt. Und da haben natürlich auch wir als Bündnis 90 Die Grünen auch noch diesen digitalen Wandel in bestimmten Bereichen vorzugehen. Auch wenn wir da schon in vielen Bereichen auch was haben, was jetzt vielleicht nicht so wahrnehmbar ist wie Liquid Feedback, wo man aber natürlich versucht, Partizipation zu ermöglichen und letztendlich auch wirklich Entscheidungsprozesse zu verlagern oder zumindest transparent vorzubereiten.
Ich hätte jetzt noch mal eine Frage an Bernd Schlömer und dann würde ich gerne die Publikumsrunde eröffnen. Und zwar ist es ja gerade so, dass die Piraten wieder so ein bisschen an Zustimmung verlieren. Das mag tausend Gründe haben, aber glauben Sie, dass es unter anderem auch daran liegt, dass eben so sexistische Ausfälle oder sozusagen so reaktionäre Stimmen, die ja gerade im Internet auch hochkamen oder wieder laut wurden, spielt das eine Rolle, dass man die auch nicht, oder sagen, es war ja nicht nur Sexismus, es gab ja auch diese Nazi-Geschichte oder sozusagen die Debatte, schreitet die Piratenpartei dann zu wenig ein oder wie wird man damit umgehen, perspektivisch? Also ich kann beruhigen, wir sind ein ernstzunehmender Konkurrent für die Bundestagswahl 2013. Das bleiben wir auch. Das steckt ja ein bisschen auch zur Würze dabei. Ein Mitbewerber um Mandate, genau. Also es war abzusehen, dass der Medienhype ein bisschen nachlässt und wir auch in Meinungsumfragen ein bisschen sinken werden. Insofern bin ich zumindest relativ ruhig und gelassen. Wir müssen jetzt anfangen, auch in Vorbereitung auf die Bundestagswahl nächstes Jahr, ein Wahlprogramm zu formulieren und damit auch Inhalte und Anliegen zu artikulieren, auch in Richtung der Menschen in diesem Land. Sie müssen dann entscheiden, ob sie uns wählen wollen oder nicht, aber ich glaube, dass wir in der Tat gute Chancen haben, im nächsten Jahr in den Bundestag einzuziehen, weil viele Menschen, die die Politik, und das impliziert jetzt auch die Politik der Grünen, als sehr etabliert wahrnehmen, dass man die Grünen auch mittlerweile mit der CDU ja Koalition eingehen, wie im Bundesland Hamburg, und somit das Parteienspektrum zum Teil auch als Einheitsmeinungsbildungstool wahrgenommen wird und die Piratenpartei da als erfrischendes Moment, auch weil sie ein bisschen chaotisch wirkt, vielleicht auch neue Ansätze propagiert, wahrgenommen wird, und deswegen haben wir auch weiterhin gute Chancen. Also ich glaube, dass wir zurzeit einfach ein Stück Sommerloch hatten, die Begeisterung hat ein bisschen nachgelassen, aber wir haben auch gesehen, im letzten Jahr sind wir, glaube ich, sprunghaft auf über 12% geklettert, es waren mehrere Prozentpunkte auf einmal, und das wird uns dann in Niedersachsen und im Bund nächstes Jahr dann auch so passieren. Gut, ich frage nochmal nach, weil nach dem Tittenbonus, also muss man nicht stärker einschreiten, wenn in der Partei sowas passiert, weil es könnte ja theoretisch auch Wählerstimmen kosten, aber selbst wenn es keine kostet, müsste man das nicht machen. Ja, man muss einschreiten. Also ich habe mir auch jetzt auch vorgenommen, einmal abseits der Gremien, also nicht nur Landesvorstände anzusprechen oder Regionalverbände, sondern einfach Städte zu besuchen, die dort lebenden Mitglieder einfach mal real life auch zu befragen. Das ist ganz wichtig, man kann nicht alles digital kommuniziert erklären, sondern muss mit den Menschen auch treffen und reden. Ich habe mir 10 Städte in Deutschland ausgesucht, die ich ab Oktober besuchen möchte, und möchte explizit die dort anwesenden Piraten auch nach diesen Dingen befragen, was sie tun gegen rassistische, sexistische Äußerungen, welche Aktivitäten sie entwickeln. Und dann, ich nenne das Monitoring, also das ist relativ, es ist nicht formalisiert, aber die Dinge aktiv anzusprechen und die Mitglieder zu animieren, aktiv gegen solche Tendenzen, Äußerungen und letztendlich dann auch Benachteiligungen einzutreten. Da müssen wir im Bundesvorstand mit gutem Beispiel vorangehen, und da sehe ich meine Aufgabe halt, das Gespräch zu suchen. Weil ich an zwei Punkten irgendwie ein bisschen was zu sagen will, weil es geht ja auch um einen Streit hier oben ein bisschen. Ich finde diesen Vorwurf, Wahrnehmung oder Ansage, die Parteien sind etabliert und wir werden ein bisschen als das Frische wahrgenommen, und damit quasi unterlegt mit dem Punkt, wir sind halt ein bisschen chaotischer, vielleicht auch wegen solcher Vorfälle, bisschen chaotischer, weil man dann erstmal 2 Tage aufeinander irgendwie ein bisschen einprügelt, finde ich ehrlich gesagt zu wenig. Also ich sag mal, es geht ja letztendlich darum, um die Wählerstimmen zu werben, also theoretisch ja auch eigentlich um die Stimme, die ich zu vergeben habe, auch wenn ich mich eigentlich schon relativ klar festgelegt habe, wenn ich wählen werde. Nächsten September. Dann finde ich zu wenig zu sagen, ja gut, die anderen Parteien werden als etabliert wahrgenommen, sie
koalieren, beziehungsweise haben in unserem Fall mit der CDU koaliert. Selber hast du auch gesagt, du willst nicht ausschließen, die Kanzlerin Merkel, dass sie durch Piratenstimmen vielleicht wiedergewählt wird. Also ich sag mal, wo ist der Unterschied, finde ich dann? Also ich sag mal, wenn es um Etabliertheit geht, finde ich, ist da jetzt mal die Antwort Chaos, finde ich, bisschen zu wenig. Und dann wäre halt auch wirklich, wenn man es dann festmacht an der Frage, hat man schon mal mit der CDU koaliert, dann würde ich mir da dann auch eine klare Ansage wünschen, wenn man sowas dann quasi als Etabliertheitsfaktor nehmen würde. Ja, aber da reden wir ja auch. Da reden wir ja auch gleich drüber, weil jetzt gibt es ja die Möglichkeit an den Tischen die Fragen. Na, wir haben jetzt gar nicht über Geschlechterpolitik geredet, so ist das jetzt auch nicht. Ich möchte, bevor die Publikumsrunde beginnt, nochmal kurz unsere beiden Experten, sagt man ja nicht mehr, seit die Experten überall regieren, das sind jetzt die Resource Persons. Ich begrüße ganz herzlich Jasmin Siri, Soziologin aus München, Ludwig-Maximilians-Universität, hat über den Wandel von Parteiorganisationen ihre Dissertation geschrieben und zuletzt einen sehr interessanten, wie ich finde, Aufsatz in dem Sammelband von Legevi rausgegeben, oder Biber, glaube ich, rausgegeben, ich weiß nicht mehr, beide, okay, unter Piraten, den Aufsatz mit Paula Irene Willer zusammengeschrieben, Piratinnen, Fehlanzeige, Gender, und kommt, so viel kann ich schon verraten, zu dem Schluss, Piraten sind kein männerbündischer Club, aber auch keine selige Post-Gender-Utopia. Herzlich willkommen. Und Daniel Reichert ist noch hier, ist der Mitgründer und Vorstandsvorsitzende des Vereins Liquid Democracy. Der wird uns vielleicht später, es taucht jetzt ja schon mal ein paar Mal auf, vielleicht näher sagen können, welche Chance wirklich für Frauen auch in diesem neuen Modell liegt, oder kann das vielleicht auch mal ein bisschen genauer noch erklären, für den Fall, dass nicht alle schon Liquid Democracy Experten sind. Und er sagt aber grundsätzlich auch, dass Liquid Democracy eine Chance für Frauen ist tatsächlich, aber eben kein Selbstläufer. Herzlich willkommen. Und jetzt 10 Minuten Zeit in sogenannten Flüsterrunden. Können Sie an den Tischen gemeinsam diskutieren, Fragen, die Ihnen unter den Nägeln brennen, auf diese Kärtchen schreiben, und die Kollegin wird sie dann einsammeln. Wir werden die dann hier an die Leinwand projizieren und so nach und nach in der Runde, aber eben auch mit den Experten, Expertinnen beantworten. Okay. So, hier sind schon die ersten Fragen. Die ersten zwei Fragen. Ich würde jetzt mal sagen, die erste ist jetzt auch wieder sehr wenig genderpolitisch. Und vielleicht fangen wir dann mit der zweiten Frage an. Feminismus bedeutet zum Teil den Kampf gegen das Patriarchat und damit viel Streit. Wie ist das mit Liquid Democracy vereinbar? Das kann man vielleicht auch gleich mal einfach an den Herrn Reichert geben. Ja, ich kann es mal versuchen. Also ist das Mikrofon an? Ja, jetzt. Wunderbar. Ich muss ehrlich gestehen, ich verstehe die Frage nicht so hundertprozentig. Ich versuche einfach mal vielleicht ansatzweise in die Richtung zu gehen, mit auch auf die Frage, die davor ja kommt, kann man da vielleicht mit einbeziehen, dass man sagt, das Liquide beim Liquid Democracy Begriff kommt eher von fließen. Das heißt, man versucht, wie kann man ein politisches System schaffen, ein politisches Umfeld schaffen, in dem die Formen, mit denen ich mich beteiligen möchte an dem Prozess, fließend gestaltet sind. Das heißt, wir haben momentan die Situation, ich glaube, das kann man schon so verallgemeinern, auch wenn es sehr verallgemeinert ist, dass wir als Zugang für den Bürger zum politischen Diskurs Parteien haben, die intern sehr homogen aufgestellt sind. Das heißt, wir haben die gleichen Verfahren mit Delegiertenstrukturen, mit Ortsverbänden, mit
also die Kommunikationssysteme, die da aufgebaut sind, sind sehr homogen. Das heißt, als Bürger habe ich genau diese eine Art zu kommunizieren, wie ich politisch teilhaben kann. Und in die viele Lebenswelten passt diese Form der Kommunikation eben nicht mehr rein. Zum Beispiel habe ich oft Wohnortswechsel vielleicht durch meinen Beruf oder mein Studium. Ich habe vielleicht ändernde Themen, in denen ich gerade involviert bin. Und Liquid Democracy ist eben der Versuch, wie kann ich den Zugang zur Politik, zum politischen Diskurs, den sich von ändernden Lebenswelten der Bürger wieder näher bringen. Das heißt, dass ich als Bürger auch am politischen Diskurs teilhaben kann, wenn ich vielleicht gerade die alleinerziehende Mutter bin, die nicht die Zeit hat, ein politisches Netzwerk in einer Partei aufzubauen und Delegierte zu werden, um Einfluss zu haben. Wie kann ich auch noch teilhaben, wenn ich vielleicht berufstätig bin abends, wenn sich immer alle treffen oder wenn ich gerade auf eine Prüfung lernen muss im Studium? Und ich denke, daher kommt eher der Liquid-Begriff, so genau wissen tun wir selbst nicht. Aber so kann man zumindest, denke ich, definieren. Und um auf die zweite Frage damit umzuschwenken ist, wenn das gelebt wird, soweit ist glaube ich noch niemand, auch die Piratenpartei noch nicht in der reinsten Form, wenn das gelebt wird und auch von den Bürgern gemacht wird, dann baut man damit natürlich auch sehr viele klassische Strukturen ab. Das heißt, wenn es eine sehr maskuline Tradition gibt in einer Organisation, wie es in vielen Parteien momentan ist, dann ist mir das erstmal egal, wenn ich ein Liquid Democracy System habe, weil ich kann entweder als Einzelperson meinen Beitrag bringen, ohne mich dem anzupassen. Ich kann Teilgruppen finden, mit denen ich mich vielleicht auch vor Ort treffe, mit denen ich ausmache. Aber ich kann eben praktisch Subsysteme finden, die mir nahe liegen, also die mir nahe sind, mit denen ich politisch mich beteilige und in den Diskurs reingehe. Ich hoffe, ich habe nicht noch mehr Verwirrung gestiftet damit. Aber wir können ich bin das mir jetzt auch nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstehe, aber ich hätte jetzt eher gedacht, dass es eben Interessensgruppen gibt, die nicht das Interesse haben, dass der Feminismus sich durchsetzt. Also sozusagen, wenn ich aber sowas habe wie Liquid Democracy, kann ich denn dann sozusagen einen Kampf auch führen gegen Strukturen, die sich ja etabliert haben? Ich weiß aber nicht, ob ich jetzt richtig verstanden habe. Ja, vielleicht kann ich. Ja, wer hat die Frage denn gestellt? Jetzt haben Sie aber zwei verschiedene Leute gemeldet. Okay, gut. Ja, aber wer von beiden hat jetzt die Frage gestellt? Ja, aber es geht ja um die untere. Die obere war ja. Okay. Wie war sie denn gemeint oder wie ist sie gemeint? Entschuldigung, es geht genau in diese Richtung. Also es gibt ja nun auch Gruppen in unserer Gesellschaft, die wollen eigentlich gar nicht, dass das Patriarchat sozusagen abgeschafft wird. Und wie kann man sich denn kraftvoll gegen die sozusagen positionieren, wenn man eben so einen sehr fließenden, wie du das jetzt genannt hast, Ansatz hat? Also ich glaube, dass in der Frauenbewegung ja ein ganz starker Punkt war, dass sich die Frauen eben in so einer solidarischen Gruppe zusammengetan haben und damit sehr kraftvoll waren gegen eben antifeministische Strömungen in der Gesellschaft. Und ich frage mich immer, wie man das, wenn es doch sehr fließend ist, so weiterleben kann und wie das vereinbar ist. So war die Frage gemeint. Ja, vielleicht, genau. Julia Schramm. Also, was ein bisschen hinter der Frage steckt, ist ja auch so die Vorstellung von irgendwie festen Zuständen. Und ich glaube, das ist, also dass man nicht sagen kann, dass wir das Patriarchat irgendwann überwunden haben und gut ist, weil entweder Wie werden wir denn die also wenn wir einfach nur den Sieg über die erringen, ist es dann wirklich kann das wirklich das Ziel sein? So, und ich glaube, es geht vielmehr darum, eben zu streiten und auch hart in der Sache zu sein. Aber bei der Liquid Democracy ist es dann im Prinzip, diesen Streit in eine konstruktive Form zu bringen. So, und natürlich gibt es manche Momente, die man, wo eine Mehrheitsentscheidung im Prinzip antifeministisch ist. Ich glaube aber nicht, dass eine, sagen wir mal, gewaltvolle Durchsetzung, die dann notwendig wäre, wenn es eben so stark gegen die Mehrheitsmeinung ist, dann auch sinnvoll ist. Also das ist ja die Grundfrage, wie geht man mit diesen Gruppen um? Und ich glaube, dass man diese Gruppen zum Teil ja einfach bekämpfen muss. Das ist auch das, was ich selber auch in der Partei tue. Ja, solange jeden einzelnen Maskulisten rausschmeißen persönlich. Aber das ist trotzdem auf dem Diskurs und dass die besseren Sachargumente gewinnen. Und das ist, glaube ich, das, was hinter Liquid Democracy steht. Eine trollfreie Zone im Netz zu schaffen, wo man eben dann auch das bessere Argument gewinnen lassen kann. Und das funktioniert
obwohl wir dieses Image haben bei den Piraten, von wegen antifeministisch, funktioniert das eigentlich bei den Sachthemen sehr gut. Wenn das gute Anträge sind, Stichwort Betreuungsgeld, Stichwort Betreuung von Kleinkindern und Bildungseinrichtungen für Kleinkinder und so weiter, die von Männern eingestellt werden und auch stark vorangetrieben werden, da gewinnt dann sehr oft das gute Argument. Das passiert sehr, sehr oft. Und wir sind uns ja hoffentlich einig, dass Argumente gegen das Patriarchat die besseren Argumente sind. Hier möchte jemand gerne antworten. Also ne, die Idee ist ja nett, aber ich glaube, du übersiehst, dass auch dass das Netz kein herrschaftsfreier Raum ist und dass Macker und Sexisten nicht aufhören, Macker und Sexisten zu sein, wenn sie sich an den Laptop setzen. Und dass auch gerade irgendwie in so Plattformen irgendwie ein männlich dominanter Kommunikationsstil auch unglaublich einschüchtern kann sein, gerade auch auf Frauen und gerade auch auf Feministinnen. Und ich frage mich dann, wie ihr das beheben wollt, weil da hat Liquid Democracy oder da hat Liquid Feedback irgendwie die Plattform, die benutzt, noch keine Lösung dafür. Da würde ich tatsächlich widersprechen. Also ja, auf Twitter und auf anderen Medien ist es ein tatsächlich riesengroßes Problem, aber man hat bei Liquid Democracy oder in dem Liquid Feedback System überhaupt, also das sind ja dann im Prinzip aggressives Trollverhalten. Das hat man bei Liquid, in der Liquid Feedback Plattform gibt es dafür keinen Raum. Du kannst Anregungen schreiben, die können auch mal trollig ausfallen, aber die können wiederum auch bewertet werden. Aber im Endeffekt, das, was abgestimmt wird, die Initiativen, die bearbeitet werden, abgestimmt werden, sind eigentlich sehr, sehr, also wirklich in 90% der Fälle frei von genau diesem Verhalten. Das Verhalten, was da stattfindet, dass das Netz männlich geprägt ist, das ist klar. Das liegt natürlich auch daran, dass so weit muss der Feminismus auch selbstkritisch sein, dass er das sehr lange ignoriert hat, das Netz, beziehungsweise zum Teil auch verteufelt hat. Das heißt, wir stehen jetzt vor der Situation, dass wir Frauen das Netz neu erobern müssen. Wer hat... Können Sie ans Mikro gehen, damit alle mithören können? Ja, ich hätte gerne die Zitate und die Webseiten und alles für die scharfe These, die ich für vollkommen falsch hatte, also dass der Feminismus das Internet verteufelt hätte. Also, okay. Wenn wir aber trotzdem hörst du nicht auf, irgendwie dein Geschlecht darzustellen, wenn du im Internet bist. So. Und ich glaube eben nicht, dass du einen völlig gleichberechtigten Diskurs haben kannst, nur weil du dich in der Online-Welt bewegst. Glaube ich auch nicht. Genau. Und auch irgendwie, dass du dich eben viel ausschweifender und irgendwie viel mit viel mehr Behauptungen argumentierst, hat ja auch was damit zu tun, wie du dann tatsächlich wahrgenommen wirst. So. Und ich glaube, ihr macht euch das zu einfach, wenn ihr sagt, ja, wenn sobald wir irgendwie da argumentieren, auch wenn wir die Trolle ausschalten können, wäre es plötzlich herrschaftsfrei. Das ist es nicht. Nee, das ist es nicht. Aber es ist tatsächlich, sagen wir mal, auf dieser Plattform tatsächlich so, dass die Sachargumente sich sehr oft positiv durchsetzen. Das gilt nicht für alle Plattformen, das gilt auch nicht für alle Bereiche und herrschaftsfrei ist es schon mal gar nicht. Also das wäre auch eine absolute Lüge. Aber ich will jetzt noch mal kurz auf den Beitrag eingehen. Es ist tatsächlich so, dass jetzt erst eine Generation von Frauen aufkommt, die sich mit dem Feminismus beschäftigen und sich als feministischen, die dezidiert das Netz auch als emanzipatorischen Ort begreifen. Und es tut mir leid, aber ich bin seit 94 im Netz unterwegs. Ich bin nie auf feministische Seiten gestoßen. Das, was ich zum Teil gelesen habe, war aber dann bei der Emma, die ich schätze, gar keine Frage, aber man muss vorsichtig sein im Netz, da gibt's Pornografie und da darf nicht und so weiter. Also, dass junge Frauen sich wirklich mit dem Netz beschäftigen und das als Ort des Handelns verstehen, das hat gefehlt. Und das kreide ich auch Vertreterinnen an. Es gibt nicht den Feminismus, das ist mir klar. Aber das kreide ich auch Frauen an, die sich als Feministinnen verstehen, die diese Entwicklung komplett verpasst haben. Und das müssen wir jetzt an vielen Stellen zurückerobern. Es ist. Also nochmal die Bitte ans Mikro zu gehen, weil wir haben nichts davon, wenn wir gar nicht die Gegenargumente hören können. Wollen Sie drauf nochmal oder nicht? Weil dann. Nein, Susanne kann
Nee, ich meine, Sie haben ja sowieso die Methode drauf, dass Sie erst so reden und dann, wenn Ihre Partnerin, entweder die Dame da im roten Rock oder ich, was anderes sagen, sagen Sie hinterher, ja, ja. Also, dass Sie dann hinterher sagen, ach, es sind doch nicht alle Feministinnen gewesen. Vorher setzen Sie aber die These dick in den Raum, die Feministin. Außerdem haben Sie so geredet, als ob Sie nur Deutsch im Internet lesen. Und ich denke, das Internet ist ja eigentlich per se der Kommunikationsraum, wo man mindestens auf Englisch von Anfang an kommunizieren sollte. Und vielleicht hätten Sie mal die Mühe machen sollen, ja, amerikanische Feministinnen, Webseiten, die es seit den 70er Jahren in Netzwerken gibt und die dann, vielleicht kann ich den Satz zu Ende sagen, das Wort Netzwerk ist nicht das Monopol vom Internet, die es seit den 70er Jahren in Netzwerken gab und sich dann von Anfang an ins Internet eingeklinkt haben, ja, die sind also zwischen 82 und 92 sind die da reingegangen, aber vor allem Amerikanerinnen, das gut, stimmt. Gut, okay, wir wollten hier aber eigentlich diskutieren und uns nicht anschreien. Jasmin Siri möchte gerne auch. Möchte ich? Möchte. Gut, dass Sie das wissen. Ja, möchte ich dazu was sagen? Es ist eine müßige, wie ist das denn? Es ist eine, ich finde die Diskussion so ein bisschen müßig. Also ich stimme der Frau Schramm durchaus zu, dass es im sagen wir mal, etablierten feministischen Lager Berührungsängste gab mit dem Netz. Also das sehe ich auch so, da würde ich die Literatur auch so beurteilen. Das hat was zu tun mit so einer gewissen Angst vor Technik, um es mal neutral zu sagen. Und ich würde auch sagen, dass sowas wie Missy Magazine oder die Mädchenmannschaft doch eher jüngere Phänomene sind. Also auch in meiner Wahrnehmung als Feministin und als Wissenschaftlerin sind die erst seit ein paar Jahren da. So. Das heißt nicht, dass das vorher irgendwie schlimm war oder so, aber ich würde auch sagen, Frauen haben da spät geschaltet oder feministische Kontexte haben da spät geschaltet. Was, wie das im US-amerikanischen Raum ist, weiß ich nicht. Deshalb, also ich glaube, da, und ich finde es so ein bisschen schade, wenn man und das ist was, was man in Bezug auf die Netzdiskussion immer wieder erlebt, dass dann so eine Art Generationenkonflikt hochkocht. Überhaupt auch, ja, indem dann so junge Frauen gesagt wird, du bist keine Feministin, du machst dieses und jenes falsch. Ich finde das jetzt als Feministin ein bisschen schade und würde mir wünschen, dass man da anders miteinander diskutiert und einfach sagt, also einfach auch annimmt, wenn jemand sagt, ich bin Feministin und versucht konstruktiv miteinander zu sprechen. Das ist, was ich dazu zu sagen habe. Gut, dann versuchen wir das bei der nächsten Frage. Ich würde gerne die Fakt-Gender-Frage mal aufgreifen. Geht an die grüne Jugend erstmal. Was heißt für die grüne Jugend Geschlecht abschaffen? Und würde das dann aber auch gleichzeitig die Piraten gerne fragen, weil die das Geschlecht ja auch abschaffen möchten. Also, an die grüne Jugend zunächst. Ja, Fuck Gender, Be Yourself, das ist der Titel von dem queer-feministischen Manifest, das so ein bisschen unser Selbstverständnis beschreibt, also wie wir, was für ein Feminismus wir eigentlich praktizieren möchten. Und da steht dann auch als Forderung drin, dass wir das Geschlecht abschaffen möchten. Das klingt jetzt vielleicht für manche zuerst befremdlich. Also wir möchten nicht, Körper überwinden und nicht irgendwie mit der Schere herkommen, sondern wir möchten Geschlecht im Kopf abschaffen. Wir möchten, das ist eine Vision von der Gesellschaft, die ohne Kategorien lebt, die ohne normative Zwänge lebt und eine Gesellschaft, die ohne Vorschreibungen, was für eine Identität ich haben muss, leben. Und das ist unser Ziel. Und ne, also die Piraten würden vielleicht sagen, sie sind Postgender, das ist nicht unser Wording. Wir haben das ist schon so eine Zielvorstellung, die haben wir schon seit Jahren und nennen sie eben aber nicht Postgender. Gleichzeitig machen wir aber auch eine kritische oder unterziehen wir die Gesellschaft auch einer kritischen Analyse. Weil wir eben ganz genau sehen, dass wir noch lange nicht in der Gesellschaft leben, wo Geschlecht keine Rolle mehr spielt. Weil es eben, wenn ich als Frau, dass ich eben als Frau es viel, viel wahrscheinlicher ist, dass ich arm bin, dass ich in prekären Arbeitsverhältnissen lebe, dass ich Opfer von Diskriminierung, Gewalt werde und auch, dass ich politisch unterrepräsentiert bin. So. Und das, und wir sehen diese Realität und sehen aber auch, dass wir die bekämpfen müssen. Aber liegt das denn,
sozusagen so richtig, aber was heißt dann genau Geschlecht abschaffen? Also sozusagen bei dem Beispiel prekäre Arbeitsplätze. Ich glaube, wenn wir in der Gesellschaft leben möchten, in der wir nicht mehr Geschlechter denken müssen, ist der erste Schritt, dass wir Herrschaftsstrukturen überwinden, dass wir eine Asymmetrie überwinden, die es gibt zwischen Geschlechtern. Und dazu gehört dann eben auch klassische Frauenpolitik und klassische feministische Politik, eben zu sagen, wir wollen Frauenarmut bekämpfen und wir wollen eben das Ehegattensplitting abschaffen, wir kämpfen gegen das Betreuungsgeld, wir kämpfen gegen Minijobs, wir kämpfen und. Ja, ich könnte eine ewig lange Liste anführen. Ich wollte ein paar Beispiele hören, Der erste Schritt ist diese unglaubliche Privilegiertheit, die Männer derzeit in der Gesellschaft erfahren, auszugleichen und einen Status, den es zwischen Geschlechtern gibt, abzuschaffen. Einen Statusunterschied. So. Mhm. Ist das sozusagen die gleiche Lesart? Vielleicht sogar? An vielen Stellen ja. Also zumindest das, was wir in unserem... Wir haben 2010 ein queer- und familienpolitisches Programm verabschiedet, wo das genau in die Richtung geht. Und ich habe am Abend dieser Verabschiedung gesagt, ich glaube, die Partei hat nicht verstanden, was sie da verabschiedet hat. Und ich sollte tatsächlich recht behalten. Ich merke immer wieder, dass tatsächlich diese Forderungen, diese freie Entfaltung, also dass wir... das ist das, was ich zumindest bei den Menschen, die sich aufrichtig mit Gender schon beschäftigt haben, bei den Piraten, was viele sind, merke ich, die sagen, Gender als soziales Geschlecht ist eine Einschränkung der freien Entfaltung. Die Erwartungshaltung, die aus dem sozialen Geschlecht Gender resultiert, beschränkt Menschen in ihrer freien Entfaltung und in ihrer Selbstbestimmung. Und das ist das, worum es uns geht. Behaupte ich jetzt. Wo zumindest die Leute, die sich ja ernsthaft mit beschäftigen, was dahinter steckt. Und das ist auch von der Lesart her und ich habe da auch schon mal mit einigen Vertretern der grünen Jugend drüber gesprochen, wo wir gesagt haben, ja, die Vision ist die gleiche. Die Vorstellung, dass die soziale Kategorie Geschlecht keine Rolle spielt. Und dass es halt quasi aber nicht heißt, dass man jetzt eine große Schublade macht, sondern ganz viele kleine, individuelle Schubladen und jeder quasi sein eigenes Gender hat, was nicht abhängt von dem. Also es ist ja auch jetzt, wir haben in der Partei zum Beispiel diese unsäglichen rosa Ü-Eier, ganz furchtbar heiß auch diskutiert, weil wir gesagt haben, das ist genau das, das heißt, wir machen rosa Ü-Eier und schreiben drauf, nur für Mädchen. Also Überraschungseier für Mädchen. Genau, Überraschungseier für Mädchen, die sind dann rosa mit pornösen Feen und steht dann drauf, nur für Mädchen. Und da haben wir ja auch ganz viele junge Mütter bei uns, die gesagt haben, toll, jetzt sagt mein Sohn, er darf kein Rosa mehr mögen. Also das ist auch bei uns sehr präsent und das ist genau das, was wir überwinden wollen. Dann soll der Rosa mögen. Und das ist bei uns in der Partei ja auch schon sehr etabliert. Wir haben Männer, die rennen mit Röcken rum und rosa Klamotten, die haben die Haare lang und bunt. Also auch gerade die queere Politik ist bei uns schon sehr, also wir haben eine hohe Akzeptanz von verschiedenen Lebensentwürfen, von Homosexualität, wir haben viele Transsexuelle auch bei uns aktiv. Und das ist auch, glaube ich, der Grund, warum die Piraten oder viele von den Piraten diese dezidierte Frauenförderung, was da anschließt an die Frage, ablehnen, weil sie sagen, das schließt doch wieder Inter- und Transsexuelle aus. Man könnte die ja auch gezielt. Also genau. Man könnte ja eine Quote auch für die machen. Genau, also das ist ja nicht so, das dass diskutieren man die, wir ja gerade. Also wir diskutieren, sollen wir eine Quote zum Beispiel machen, orientiert an Charaktereigenschaften. Ja, dass man sich selber in eine Charakterkategorie so. Das sind die Themen, die wir da diskutieren, weil also die Idee Quote selber wird gar nicht so per se, also als grundsätzliches Instrument abgelehnt, aber es wird abgelehnt, dass man die Inter- und Transsexuellen in unseren Reihen quasi zwingt, sich in dieses binäre Geschlechtersystem einzureihen. Und da fällt halt dann dieser explizite Frauenförderung, fällt halt da in die Kritik. Und die Argumente sind ja auch gar nicht schlecht. Sie gehen oftmals in einer leicht naiven, idealistischen Vorstellung von de facto Herrschaftsverhältnissen aus. Das ist ein Problem, ja.
Naja, aber jetzt die Frage ist weg, aber vielleicht auch genau mal an weiß nicht, wie Sie ja, das sehen, Herr Schwimmer. Eine Ergänzung, weil die Frage, also deswegen, Julia hat das schön beschrieben, auch die Ziele, die wir verfolgen wollen, und deswegen stehen wir dafür ein, dass das Merkmal, das Geschlechtsmerkmal in Politik und Verwaltung nicht weiter erhoben wird, um dieses Ziel zu befördern, dass nicht mehr, dass selbst, also staatliches Handeln, Verwaltungshandeln nicht in dieses Kategorienprinzip fällt. Um genau das Ziel zu erreichen, was Julia beschrieben hat. Das als Ergänzung. Also wir wollen nicht das Geschlecht abschaffen, sondern steht eigentlich im Programm steht konkret auch Geschlechtsmerkmal abschaffen, um genau dieses zu vermeiden und das Ziel zu erreichen, was du beschrieben hast. Auch. Ich habe da mal eine Frage, die daran ein bisschen anschließt. Wenn man sagt, jetzt aktuelles Beispiel die Listenaufstellung von vor 4 Tagen. Niedersachsen von den 30 Kandidatinnen, die aufgestellt sind, sind 4 Frauen. Ist er jetzt mal für eine Partei, die sagt, unser Leitbild ist A, Gleichberechtigung und so weiter, finde ich dann schwierig zu sagen, dass Geschlecht als Merkmal spielt überhaupt gar keine Rolle mehr parteiintern, und auf der anderen Seite aber sagen, wir haben weiterhin dieses gesellschaftliche und parteiinterne Problem. Wie will man das denn überhaupt denn noch quantifizieren? Also das finde ich so schwierig, weil also ich würde mir zum Beispiel wünschen, wenn es eine Debatte geben würde innerhalb der Piratenpartei, dass man sagt, wir suchen uns explizite Förderinstrumente, und sei jetzt mal ein Mentoring-Programm heißt nicht nur automatisch Frauenförderung, sondern heißt quasi ein Förderprogramm für Menschen in der Partei, die bisher ausgeschlossen oder benachteiligt sind. Steht aber auf meiner To-Do-Liste, Malte. Gut, aber ich sag mal, du bist jetzt seit einem halben Jahr im Parteivorstand, freut mich, aber die Partei, die gibt es schon seit 2006. Gut, jetzt kann man sagen, die ersten 2-3 Jahre war jetzt eher so ein klein, aber egal. Ich sag mal, das ist ja eine Frage, wo sich die gesamte Partei mit auseinandersetzen muss und wo sich nicht nur ein Vorstandsmitglied auseinandersetzen muss. Und vor allem, sag ich jetzt mal, bei deiner Kandidatur hat es ja auch aus dem Grunde, würde ich mal sagen, auch eine gewisse Kontroverse gegeben, weil es halt so einen großen Widerstand zum Teil gibt, innerhalb der Piraten, solche Förderinstrumente überhaupt anzuwenden. Und da finde ich, das sei jetzt mal Ziel zu proklamieren. Wir wollen quasi eine Post-Gender-Gesellschaft, wo das Geschlechtsmerkmal überhaupt gar keine Rolle mehr spielt, weil es gar nicht mehr erhoben wird. Wir aber Status 2012 weiterhin diese krasse Diskriminierung haben. Da habe ich nicht verstanden, wie man da dieses, sag ich jetzt mal, zum Ziel hingelangt, irgendwie überbrücken will, beziehungsweise wie man da überhaupt hinkommen will. Wollt ihr antworten? Also, das ist, also wir haben halt einfach bei den Piraten das Problem, wir kommen aus einem Milieu, aus diesem IT-Milieu, wo traditionell einfach extrem wenig Frauen sind. Wir haben eine extrem geringe Grundmasse an Frauen. Die Frauen, also von den Frauen, die kandidiert haben, sind 50% gewählt worden, bei den Männern waren es nur 30. Also das kann man jetzt auch kritisieren, das ist aber, finde ich, durchaus ein Argument zu sehen, dass Frauen, wenn sie denn antreten, durchaus auch sehr, sehr, sehr bessere Wahlchancen haben als Männer. Das kann man jetzt noch sagen, okay, noch ist es so, wartet erstmal ab, bis bei euch wirkliche, wenn es um die echte Macht geht, absolut, aber es ist schon so, dass eine gewisse Chance, also ein Ausgleich dieser Diskriminierung tatsächlich auch schon in den Wahlergebnissen zeigt. Wir haben einfach zu wenig Frauen. Wie wir die jetzt für uns gewinnen, es sind jetzt schon mehr geworden seit 2011, weil einfach plötzlich viel mehr Frauen, die ja auch ein bisschen, das wurde ja auch gerade gesagt, mit dieser Technikpartei in Anführungsstrichen sich nicht so identifizieren konnten, haben sie jetzt kennengelernt. Es kommen ganz viele Frauen jetzt dazu, und wir müssen einfach die Grundmasse verbessern. Ich weiß nicht, wie wir das hinkriegen, ob wir das, und das Problem ist momentan halt auch, die Quote wird innerparteilich von Frauen ganz hart abgelehnt. Und ich kann diese Debatten nicht machen. Da muss ich so sagen, momentan muss ich an der Stelle kapitulieren, weil wenn du wortführende Frauen hast, Landesvorstände, die das explizit ablehnen,
sich da durchzusetzen, ist halt unglaublich schwierig. Und andere Förderinstrumente entwickeln wir gerade. Das geht eben in Richtung Mentoring-Programm, Anlaufstellen, wo Frauen oder auch generell Leute, die sich irgendwie in diesem patriarchalen Struktur nicht wohlfühlen und so weiter. Und dann geht es natürlich darum, einfach den Grundkonsens irgendwie weiter zu pushen. Das ist halt harte Arbeit. Wir haben ja noch mal eine Frage aus dem Publikum. Nee, gar keine Frage. Ich wollte was ergänzen, was Julia gerade gesagt hat. In Teilbereichen, kleinen Teilbereichen der Partei gibt es das schon. Also zum Beispiel, ich mache Medientrainings für Menschen, die schüchtern sind, die schwieriger haben, aufzutreten. Für Frauen, speziell für Eichhörnchen. Es gibt diese Ansätze in Teilbereichen, gibt es die sehr wohl. Das hat sich noch nicht überall durchgesetzt, aber ich finde das Bild halt falsch, dass es dieses Bewusstsein dafür, dass da was zu tun ist, dass es das bei uns nicht gäbe. Das ist definitiv der Fall. Ist das ein... stehen Sie an? Okay. Naja... Troll? Okay, kann man. Also, kann ich kurz erklären, wir hatten einen Parteitag... Ja, mach du. Wir hatten einen Parteitag... wo es um die Satzung ging und um das Wort Pirat, Piratin und so weiter. Und dann ist eine, Lena Rohrbach, die auch das Programm geschrieben hat bei uns, dann ins Mikro gegangen und hat gesagt, es ist egal, ob wir Männchen, Weibchen oder transsexuelle Eichhörnchen sind. Und dieses transsexuelle Eichhörnchen ist seitdem ein sogenanntes Meme in der Partei, was halt quasi eine Möglichkeit ist für Menschen, die sich halt von dieser binären Geschlechterstruktur ausgeschlossen fühlen, dass sie sich als Eichhörnchen quasi definieren können. Und dadurch tatsächlich, es wird eine neue Kategorie geschaffen, aber das hat bisher sehr gut geklappt. Und es gibt viele, die da sehr kreativ mit umgehen und sich da in diesem Eichhörnchenstatus sehr wohlfühlen. Und Trolle sind destruktive Internetdiskutanten, denen es nicht um eine konstruktive Debatte geht, sondern denen es darum geht, irgendwie, die ein bisschen auch Spaß an der Erniedrigung haben und versuchen halt, jemanden in der Debatte fertig zu machen, um halt, ich weiß nicht, was sie daraus ziehen. Und was ist ein Meme, wenn man das auch nochmal... Mein Gott. Dann haben wir alle Begriffe. Ich mach's immer schlimmer. Ich mach's nur schlimmer. Ich mach's nur schlimmer. Ein Meme ist eine quasi kulturelle Sinneinheit. Angelehnt an ein Gen, die auch wie ähnlich wie ein Gen funktioniert. Das heißt, ein Spruch oder zum Beispiel, entschuldigen Sie, Herr Präsident, Sie sind ein Arschloch. Mit Verlaub, Herr Präsident. Mit Verlaub, genau. Das ist zum Beispiel so ein Meme. Und das kann man benutzen, umbauen, einsetzen. Also Christopher Lauer hat das, glaube ich, an dem ersten Tag, da wurde er im Parlament, wurde sein Name falsch ausgesprochen, da hieß es Christoph Lauer. Und dann hat er gesagt, mit Verlaub, Herr Präsident, ich heiße Christopher. So, damit hat er dieses Meme bedient, also diese Sinneinheit oder diese Idee. Und die nach Dawkins funktioniert es wie nach Gen. Also er hat gleiche in der Kultur einen gleichen Weg wie auch Gene, Sinneinheiten. Okay. Vielleicht darf ich nochmal ergänzen, jetzt aus meiner Sicht als Parteivorsitzender, obwohl das ein bisschen hochtrabend klingt. Wir haben, es ist gar nicht so gemeint. Die Partei hat doch gar keinen Vorsitzenden. Ja, doch, die Piratenpartei schon. Ich will aber auch auf was anderes hinaus. Also ich bin seit 4 Jahren im Bundesvorstand, war vorher Bundesschatzmeister über 2 Amtszeiten, war stellvertretender Bundesvorsitzender. Jetzt in dieser Amtszeit bin ich Vorsitzender. Und Förderprogramme, ich sag mal für Talente, jetzt unabhängig von Geschlecht oder auch Frauenförderprogramme, sind in der Piratenpartei sehr schwer zu etablieren, weil wir im Grunde, das weißt du auch, wir haben wenig Strukturen, Organisationen. Und es bedarf, das muss man auch sagen, also wenn ich zum Beispiel als Mentor auftreten würde, kann ich das im Grunde nur machen, wenn ich mehrere Jahre in einer verantwortungsvollen oder weniger verantwortungsvollen, aber auf jeden Fall einer Funktion war, um zu sagen, das ist wichtig, darauf zu achten. Hier kannst du viel lernen, wenn du dich so verhältst. Insofern ist es schwierig, in einer Partei, die zurzeit nur als Ehrenamts- und Nebenamtsorganisation funktioniert, solche Programme aufzusetzen. Das ist ein Defizit. Das ist ein Defizit, an dem wir arbeiten müssen. Wir sind jetzt im letzten Jahr so sprunghaft gewachsen, dass die Struktur
die die Grünen schon haben, über 30 Jahre herausbilden konnten, bei uns noch nicht existiert. Das ist also im Grunde auch ein kritischer Erfolgsfaktor, wie man so schön sagt, in der Betriebslehre, Betriebswirtschaftslehre für die Piratenpartei. Aber da mangelt es uns. Und das, ich hoffe, dass Ehrenamtsengagement bei uns in der Piratenpartei dazu führt, dass etwas längerfristig angelegt ist, dass wir solche Fördermöglichkeiten letztendlich auch etablieren können. Aber das ist zurzeit nicht ausgeprägt. Weil Menschen dann nach einem Jahr sagen, ich möchte was anderes machen. Ich muss mein Studium beenden, ich möchte einen Beruf beginnen, ich habe mich verliebt oder dann, ja, es sind die Kriterien, warum man Politik macht oder sich für andere Lebensabschnitte entscheidet. Und das werden wir, das ist eine Aufgabe für uns, die seit längerer Zeit auch in Funktion sind, das auch heranzubilden und zur Verfügung zu stehen, dass wir, ich spreche lieber von Talenten, dass wir Talente auch fördern können. Ich würde jetzt ganz gerne nochmal kurz Jasmin Siri vielleicht befragen, weil in dem Aufsatz ging es ja genau sozusagen auch um die Frage, wie frauenfeindlich oder wie frauenfreundlich sind die Piraten vielleicht am Ende dann doch? Ja, also ich habe mit der Paula Irene Villa, bei der ich in München arbeite, zusammen einen Aufsatz geschrieben in diesem Buch hier. Unter Piraten. Und ich habe angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen 2009 und da doch aus einer Verwunderung heraus darüber, wie stark unter anderem die Emma reagiert hat auf die Piraten. Also das war eigentlich mein Erstaunen. Ich habe mitgekriegt, ich bin Parteienforscherin, habe mitgekriegt, da gibt es eine neue Partei, habe mir so angeguckt, was die machen, fand das alles sehr brav. Und auf einmal schreibt die Emma der Pascha des Monats an die Piraten. Und das ist ein Männerbund und sowas gab es doch schon mal. Und da habe ich mich sehr drüber gewundert. Und so ein bisschen hält das bis heute an. Es ist besser geworden, aber es ist doch, finde ich, erklärungsbedürftig, dass eine Partei mit dieser Programmatik, und also die Programmatik haben wir uns angeguckt, das ist die am weitest gehende Programmatik in Bezug auf Gender, ob man das plausibel findet, dass sie sagen, Postgender als Ziel und das dann natürlich medial so aufbereitet werden kann, wir sind da schon. Also das ist einfach, was passieren kann, wenn sie das so formulieren. Ich verstehe Anliegen total, aber das ist, was passieren kann, das ist auch, was Leute wütend macht oder Feministinnen auch wütend macht. Das ist das eine, das andere ist aber die Reaktion und die ist erstaunlich. Also von der Negativdarstellung von männlichen Piraten als sexuelle Underperformer, die da wollen keine Frauen in der Emma, ne? Also da wollen keine Frauen in die Partei, weil so wie die aussehen und die sind ja alle bleich und blass und dick. Ob man das dann machen muss, ist, also das ist erstaunlich. Und woran das liegt, darüber kann man sich dann ganz viele kluge Gedanken machen. Ich denke, dass ich kann nicht beurteilen, inwiefern auf Parteitagen die Piraten ein Sexismusproblem haben. Ich bin da nicht. Aber was soziologisch eben wichtig ist, ist, dass es Sexismus in der gesamten Gesellschaft gibt, in allen Schichten, in allen Parteien, auch sicher bei den Grünen, bei den Linken, bei der SPD, auch bei der CDU und der CSU. Also das ist eben der wichtige Punkt, da auch. Das wissen wir jetzt nicht, wir bewegen uns da nicht, aber es gibt ihn eben überall. Und ich finde erstaunlich, dass man so stark auf die Piraten schaut, die doch diese Programmatik nun mal haben. Also es hat sich in diesem Liquid Democracy Verein eine Programmatik durchgesetzt, in der steht, wir wollen also von diesem binären Geschlecht weg und das sehe ich erstmal und das erkenne ich an. Also programmatisch sind die Piraten sehr weit. Inwiefern es sinnvoll ist oder möglich, ohne Quoten zu arbeiten, das muss die Zeit zeigen. Also ich glaube schon, dass da auch ein bisschen Naivität mit im Spiel ist, aber, und das ist auch ganz wichtig, und ich finde gerade Grüne sollten das doch verstehen, das ist auch ein bisschen das Privileg von jungen sozialen Bewegungen, dass sie auch ein Stück weit naiv sein dürfen und dass man auch sagen dürfen, wir machen das jetzt anders als die Eltern, jetzt sind sie jetzt nicht irgendwie 15 oder 18, die sie da sitzen, aber es ist ja nun doch auch eine in Teilen junge Bewegung und ich stelle das auch fest im Gespräch mit Studierenden, die Quote, die Frauenquote vor allem, ist erklärungsbedürftig und mal gucken, vielleicht haben sie in 10 Jahren, wenn es sie noch gibt oder auch nicht. Aber man muss eben zumindest mal sehen, dass da nach Instrumenten gesucht wird und das kann man ja erstmal auch positiv finden. Und da kann man ja auch mal ein,
also von feministischer Seite, jetzt nicht als Wissenschaftlerin, aber von feministischer Seite sich das mal angucken, was da passiert. Bezieht sich das direkt darauf oder ist es, okay, weil es wartet eigentlich auch noch jemand, aber okay, wenn es sich darauf nochmal... Kurz direkt dazu, weil ich bin so überrascht, dass es so schwierig ist, historisch ist es ja so, dass die Piraten tatsächlich mal so ein Sammelbecken von maskulinistischen Strömungen waren. Und das ist, finde ich, schon der Ausschlag gewesen, diese AG Männer, und die Website ist immer noch im Netz und da prangert groß das Piratenlogo drüber, da passiert nicht mehr viel, aber diese Typen haben natürlich versucht, die Piraten zu vereinnahmen mit wirklich extrem antifeministischen, maskulinistischen, das sind alle verlinkt, Mandat, die üblichen Verdächtigen, und da finde ich sozusagen, darf es einen nicht wundern, dass dann auch eine Aufmerksamkeit auf die Piraten gelenkt wird, weil das sind natürlich Stimmen, die sehr schwierig sind. Und das verstehe ich auch nicht. Das ist auch eine Frage, warum diese Seite immer noch geschaltet ist mit dem Piratenlogo, weil das ist einfach ein falscher Eindruck, ehrlich gesagt. Ich weiß, dass die Piraten das überwunden haben, aber dennoch gibt es diese Seite noch und mich stört das schon, ehrlich gesagt. Entschuldigung, ich wollte mich noch vorstellen, Regina Frey, Genderbüro. Ach, Sie haben über uns geschrieben. In der Emma, jetzt erkenne ich Sie. Wir müssen gleich reden. Genau. Nein, also ja, dass die angezogen worden sind, hat, glaube ich, mit dieser Dynamik zu tun. Dass auf der einen Seite eben dann feministische Kreise, was ist das denn für ein Männerclub, wer die kleinen Jungs hier, was wollen die? Die wollen nichts von Feminismus hören, was ja auch tatsächlich ein Problem im Netz ist. Also deswegen sage ich auch immer, dass das Netz mich zur Feministin gemacht hat, weil ich mir gedacht habe, wenn so gute Ideen so verhasst, also der Grund, warum ich bei den Piraten bin, war zu sagen, wenn so gute Ideen so verhasst sind, dann bin ich da richtig. Das Gleiche ist mit dem Feminismus jetzt auch im Netz passiert. Also wenn so viele gescheite Menschen, wenn es um Feminismus geht, wo so gute Ideen hinterstecken, so viel Blödsinn reden, dann ist das meine Strömung. Und ich glaube, diese Dynamik hat eben auch dazu geführt, dass diese sich bei uns heimlich gefühlt haben. Dass sie wirklich der Meinung waren, da haben sie einen Andockpunkt. Und wir sehen das in allen Bereichen, sei es die Waffenrechtler, jetzt sind es auf einmal die Raucher, die sich bei uns breit machen wollen und der Nichtraucherfaschismus muss bekämpft werden. Also wir haben ja schon Situationen, wo uns die Linken zum Beispiel auslachen und sagen, haha, der Spinner ist jetzt bei euch. das ist kein Witz. Es gibt Mitglieder bei uns, die sind... wollte ich gerade sagen, sobald sie eine neue Partei gründet, da kommen halt die Verrückten und sagen, das ist jetzt eine Plattform, wo wir das nutzen können. Und zum Thema Markenrecht und zum Thema Marke Piraten verwenden, da sind wir gerade in heißen Debatten. Also wie wir eben auch Vereine, ja du lachst, du, naja... Lach du nur, wo wir halt versuchen auch, wo wir darüber reden und wo wir Lösungen finden, was wir machen, wenn Menschen unser Logo verwenden. Weil momentan ist es so, dass wir die jetzt nicht irgendwie, dass wir die jetzt nicht verklagen wollen. Beziehungsweise wir brauchen einen erfolgreichen Modus, wie wir sagen, okay, eigentlich kann jeder das Logo verwenden. So funktionieren wir. Jeder kann das Logo verwenden. So funktioniert das, dass wir auf Demos unterwegs sind. So funktioniert das, dass wir unsere Wahlkämpfe machen, weil jeder dieses Logo mit dieser Identität sich auch verbinden kann. Und wie wir das jetzt machen, wenn es anfängt mit menschenfeindlichen und menschenverachtenden Parolen unter Piratenfahne, wie wir damit umgehen, das ist gerade ein ganz heißes Thema. Und da werden wir jetzt auch in den nächsten Monaten, also in den nächsten Wochen hoffentlich, auch Entscheidungen treffen, um da schlagkräftiger zu sein. Aber wir müssen das natürlich auch in Einklang mit unseren Werten schaffen. Aber hier gibt es auch Parallelen. Wenn man die Geschichte der Grünen anschaut, in den Gründungsjahren hat man sehr viele Gruppen gehabt, die mit Partikularinteressen, die dann irgendwann auch ihr Engagement in der Partei aufgegeben haben, zu den Linken gegangen sind, dann zu den Piraten und dann weiter wandern. Das ist ein... Ja, da müssen wir noch eine weitere Partei gründen, wo sich dann alle treffen dort. Genau, eine Bad Party. Ja. man wird letztendlich nur durch eine stringente Wertehaltung erreichen können, dass man solche Gruppen dazu bringt, die Partei, das muss man auch sagen, zu verlassen. Also wer den Wertekern und die Wertehaltung nicht teilt, der kann sich dann ja auch eine andere Partei suchen. Das hat die Grünen aber auch in den Anfangsjahren sehr stark beschäftigt, wenn ich die Literatur richtig gelesen habe. Ja. Punkt.
Ja, können wir, nee, also ich wollte nur einen ganz kleinen Punkt sagen. Das Problem ist ja, dass quasi sowas überhaupt wahrgenommen wird, dass quasi da ist die AG Männer, der Haufen der Maskulinisten, und da ist das Piratenlogo. Das ist jetzt ja genau der gleiche Punkt mit der AG Nuklearia, die quasi den Neubau von Atomkraftwerken fordert. Bei uns kann man auch das Parteilogo von der Website herunterladen und auf seine Flyer packen. Das Problem ist bloß, würde bei uns der Flyer der AG Nuklearieren nicht mit dem Piratenparteilogo versehen werden, sondern mit dem Parteilogo von uns, würde man von Anfang an sehen, das ist in irgendeiner Form Satire. Bei den Piraten, bei der Piratenpartei hat man halt eine Wahrnehmung, es könnte so sein. Und nein, das ist gar nicht als Vorwurf, weil das ist natürlich genau dieser Punkt, weil es halt in der gesellschaftlichen Wahrnehmung halt noch nicht diese feste Verortung der Parteiprogrammatik gibt, die ja auch zum Teil noch nicht da ist in bestimmten Bereichen, kann natürlich so schnell ein Eindruck entstehen. Und das ist natürlich das Problem. Da kann man jetzt sagen, gut, wir versuchen in den nächsten ein, zwei Jahren unsere Parteiprogrammatik voranzubringen. Aber das, finde ich, ist natürlich dieser Wahrnehmung, dass heutzutage viel Schwachsinn dieser Welt, wenn da quasi dann in irgendeiner Form das Piratenpartei-Logo drauf ist, nicht sofort erkannt wird, dass das jetzt vielleicht nicht unbedingt die Parteimeinung ist. Also, ich würde jetzt wirklich gerne mal den armen Mann aus dem Publikum, der schon ewig steht. Ja, auch ein interessantes Meme, wie lange man hier stehen kann. Apropos geflügelte Worte, die Macht kommt aus dem Parlamentssitzen, gilt, glaube ich, sehr viel für Parteien. Und da frage ich mich schon, was heißt das für euch, wenn ihr nach einer Bundestagsfraktion habt mit 80% Männern? Und offen gesagt, also das ist eine spannende Frage, muss das Geschlecht aufgenommen werden? Und das ist oft sicherlich aus Datenschutzgründen nicht gut, das aufzunehmen. Aber das Problem von Geschlechterdiskriminierung in unserer Gesellschaft liegt nicht im Verwaltungshandeln. Also wenn die Verwaltung dieses de facto nicht mehr aufnimmt, hat das sehr, sehr wenig tatsächlichen Effekt, sondern das liegt halt daran, dass man bei den aller 95-98% der Menschen guckt man sie an, weiß man, welches Geschlecht sie haben. Und danach wird diskriminiert. Das ist nicht dadurch gelöst. Und ich frage mich, ist das nicht dann für die ganze Sichtweise ein Riesenproblem? Und es geht ja bei Bundestagsmandaten nicht um Fairness und alle genau Wiederbildung. Es geht um gesellschaftliche Macht, die auch die Piraten, wenn sie im Bundestag sein werden, haben. Und wie könnt ihr das dann verantworten, da mit einer absoluten Riesenmännerüberhang da reinzugehen? Als zweite Bemerkung, muss ich immer noch machen aus privater Verbundenheit, was ich mir manchmal, es ist gefährlich, das als Mann zu sagen, was ich manchmal wünschen würde, wäre ein bisschen mehr auch lernen von den Initiativen, die es gab, auch schon in den Ende der 80er Jahre, als die Hexen gegründet wurden beim Chaos Computer Club. Auch da gab es schon, also die Hexen als weibliche Form von Hacker, ja, sind ja schon so alt. Und dass es da Vernetzung gibt, dass man das auch aufgreift. Ohne sagen, also du hast natürlich recht, dass es eine absolute Minderheit, ein ganz klein war und ein Problem gab, aber es gibt diese Ansätze, sogar in deutscher Sprache. Genau. Aber kernfällig nochmal zurückbringen, was heißt es, so ein Butter bei die Fische, wer kriegt die Machtplätze, und das sind die Parlamentsmandate, Liquid Feedback hin oder her, und wenn ihr das alles an Männer vergibt zu 80%, wäre es ja vielleicht ein Anreiz für einen Mann da einzutreten, aber ist das gesellschaftlich das erstrebenswert? Wer von beiden antwortet? Ja, wir können uns, du hast recht, das ist ein gewisses Defizit, wir können uns der Diskussion auch nicht stellen. Die Partei unterliegt einer solchen Dynamik zurzeit, dass diese Frage sich gar nicht stellt. Es wäre vorstellbar, dass man beispielsweise darüber nachdenkt, mal anonyme Kandidaten oder anonyme Bewerbungen auf Mandate zuzulassen, indem Menschen... Das Problem ist doch die Selektion, nicht das
wählen. Ja, ich kann, wir können im Augenblick die Diskussion über Quoten bei zu vergebenen Mandaten nicht führen. Sie wird überlagert von einer Dynamik, jetzt in den Bundestag einzuziehen. Wir können das auch nicht bremsen, wir können das nicht abbremsen. Wir haben keinen Mechanismus bislang gefunden, der sagt, Moment, wir müssen auch einmal über Kriterien sprechen, wonach auch Plätze, Listen vergeben werden. Das gelingt uns nicht. Das muss man sagen, ist ein Defizit. Das wird sich dann letztendlich die Mandatsträger müssen sich das fragen, müssen auch aus den Erfahrungen lernen. Aber im Augenblick können wir die Dynamik nicht bremsen. Das ist einfach so. Ich würde gerne noch mal kurz auf die Fragen hier zurückkommen. Und ich weiß nicht, wer sie gestellt hat, Onliner versus Non-Onliner. Ich weiß nicht, wer, finde ich ganz spannend. Ich weiß noch nicht, ob ich es jetzt richtig verstehe, aber ist das so gemeint, was jetzt jemand, der nicht internetaffin ist, mit den Piraten anfangen soll? Okay, wer fängt an? Also ich kann anfangen vielleicht. Das ist auch, also ich vergleiche das gerne, ich habe lange Jahre an einer Universität gearbeitet, ich vergleiche das gerne mit E-Learning. Da hat sich, also als effektivste Methode des Lernens hat sich herausgestellt, dass man virtuelle Phasen koppeln muss mit Präsenzphasen, um dann den besten Lernerfolg zu erreichen. Dieses Modell pflegt die Piratenpartei im Grunde auch. Zwar ist die programmatische Entwicklung, die Meinungsbildung sehr, sehr stark unter Zuhilfenahme digitaler Kommunikationsinstrumente angelegt. Ich möchte mal jetzt einfach beschreiben, wir haben Telefon-Chat-Konferenzsysteme, wo man sich treffen kann, diskutieren kann, auch in größeren Gruppen. Da kann man kleine Wortbeiträge dann parallel schreiben, sodass man auch schriftliche Bemerkungen machen kann. Wir haben ein System, das es ermöglicht, dass man Dokumente anfertigen kann, zeitgleich. Also wenn ich jetzt die Begrüßungsformel eines Schreibens anfertige, sehr geehrter Herr, sehr geehrte Frau, könnte Julia jetzt unten schon schreiben mit freundlichen Grüßen. Also und wir haben das Kommunikationsinstrument Liquid Feedback, was es uns ermöglicht, Meinungsbildung in sehr effektiver Weise herzustellen. Aber es zeigt sich, dass wir mit dem starken Mitgliederaufwuchs auch Angebote vorhalten müssen für sogenannte Non-Liner, die sich dann, und das pflegen wir auch in Stammtischen, in Squads, das sind hier in Berlin themengebundene Arbeitsgruppen, die sich dann real-life treffen und diskutieren, dass wir das auch pflegen und auch pflegen müssen. Wir müssen beides anbieten, aber die politische Meinungsbildung der Piratenpartei ist im Grunde schon angelegt auf digitale Kommunikation. Das ist der absolute Schwerpunkt, das muss man so sehen. Darf ich etwas dazu sagen, nur zu was Bert gerade gesagt hat? Ich bin nicht nur von der Piraten, ich bin Mitglied von der World Stiftung auch, bin bei der stellvertretenden Bürgerdeputierten von den Grünen, in den Integrationsausschuss in Pankow, aber auch in den Beirat über die Piraten in Pankow. Ich war vor 2 Jahren Offline-Pirate und ich habe dort den Mittel gefunden, dass ich heute schon Twitter, Liquid Feedback benutze, und das sehe ich bei vielen Leuten, die reinkommen in die Piraten, die total offline sind, ein Bildungsweg, dass man in die neue Kommunikation durch die Crews rankommt. Das dort funktioniert über das Internet, aber der Weg ist das, wenn jemand von draußen kommt. Können wir dann so sagen, dass es ein Manko der Grünen ist, dass es dort fehlt, oder? Nee, würde nicht so sagen. Ich sage, dass die Piraten funktioniert das. Dass viele kommen da offline und lernen man dabei, das zu benutzen. Also wir haben zum Beispiel auch Leute, die bei den Piraten eintreten und dann kommen die mit ihrem Rechner und sagen, ich habe mir jetzt einen Computer gekauft und ich möchte jetzt bitte bei euch mitmachen und ich bin auch bereit, das zu machen. Und dann setzen die, wir haben ja auch ganz viele hilfsbereite Computerfreaks, männlich wie weiblich, und die setzen sich dann hin und erklären ganz geduldig die Plattform und so weiter. Also die Kommunikation findet schon ganz gut statt, finde ich. Und viel findet auch außerhalb des Internets statt. Also ich will nur kurz zu dieser Frage noch mal kurz drauf eingehen. Ich glaube, kein Instrument kann absolut dastehen. Also sei jetzt mal jedes wunderbar internetgestützte Liquid Democracy System wird nicht quasi vollständig
allein dastehen können. Es wird auch nicht quasi die parlamentarische Demokratie völlig abschaffen oder ersetzen können. Die Frage ist bloß, besteht die Offenheit in unserer Gesellschaft, sich solchen Systemen zu öffnen und sie positiv in unsere bestehenden Systeme einzugliedern, vielleicht auch bestimmte Bereiche dafür auszutauschen. Aber ich glaube, man kann nicht sagen, es kann komplett nur im Internet abgebildet werden, genauso wenig wie man, glaube ich, heutzutage oder zukünftig sagen sollte, es kann nur quasi im, sei jetzt mal, realen Leben abgebildet werden. Ich glaube, die Frage ist, wo wir uns die nächsten 10 Jahre mit auseinandersetzen werden, wie kriegt man das so eingemendet, dass letztendlich endlich der größte Teil unserer Gesellschaft daran teilhaben kann. Und würde man sagen, es würde nur übers Internet gehen, würde man bestimmte Leute ausschließen, genauso würde man aber auch Leute ausschließen, beziehungsweise sie könnten nicht daran partizipieren, wenn man sagen würde, es würde überhaupt nicht im Internet stattfinden. Ich würde jetzt, weil so ein bisschen unruhig wird, vielleicht noch hier die eine Frage direkt aus dem Publikum ja, und dann mal so langsam vielleicht auch zu Ende kommen. Ich würde gerne nochmal zum Thema Quote zurückkommen, weil das, was Sie eben sagten, wirkte auf mich erstmal unheimlich sympathisch. Also fern von den Geschlechtern, nicht mehr in Frauen- und Männerkategorien denken, sondern die Menschen dort abholen und dort auch ansprechen, wo sie stehen. Das hört sich fast schon wegbereitend an. Wenn es nicht gleichzeitig so furchtbar grauselig wäre, ich arbeite seit 20 Jahren in Frauenzusammenhängen und das ist ein Satz, den ich fast täglich höre. Für uns spielt Geschlecht keine Rolle. Das führt in der Praxis dazu, dass wir in Leitungsstellen 80% Männer haben. Und ich glaube, alle Leute, die sich auch mal ein bisschen mit Geschichte beschäftigt haben und ein bisschen gelesen haben, wissen, so ungefähr seit 10.000 Jahren hat sich dann erst was verändert, wenn man gesagt hat, da wollen wir ran an dieses Thema, wenn es Gesetze gab und die Feministinnen sich was geholt haben. Aber zu sagen, und das finde ich auch ein bisschen erschreckend, wenn ich mir das überlege, jetzt gerade, wo es ans Eingemachte gibt, geben Sie dem Ganzen keinen Raum. Auch dieses Argument kenne ich, das ist wirklich wie von Anno Schnuff. Wir haben im Moment Wichtigeres zu tun. Ich überspitze das jetzt mal. Wenn Sie es aber jetzt nicht machen, glaube ich, sind wir in 4 Jahren genau an der gleichen Stelle. Das fände ich mehr als bedauerlich. Wollt ihr antworten? Nee, also das ist halt eine Anmerkung. Ja, das würde dazu führen, dass manche Frau sagt, ich fühle mich bei den Grünen besser aufgehoben. Das kann dazu führen, ja. Das gebe ich auch zu. Dann müssen wir, wenn wir uns dazu entscheiden, uns da weiterentwickeln und verbessern. Aber dann würde man sagen, dann für diejenigen, die das... das Primat ist auch der politischen Beteiligung, dann hat die Grüne Partei da vielleicht einen Vorteil. Das sage ich auch ganz neidlos, also das kann man auch sagen. Geht das direkt dazu? Ja. Es geht direkt dazu und es knüpft unmittelbar an meine Vorrednerin an. Das ist ganz einfach, also in Zeiten des unheimlichen Stresses, wo Sie so einen Boom jetzt erleben, Sie könnten einfach sagen, entsprechend dem Anteil der Bevölkerung, nämlich so und so viel Prozent Frauen, machen wir das bei den Piraten. Jeden zweiten Platz an eine Frau ist überhaupt nicht aufwendig, das hinzukriegen. Ein Satz. Wer soll das sagen? Wir als Bundesvorstand? Entschuldigung, da muss ich, also das funktioniert nicht. Wenn wir als Bundesvorstand, wenn Bernd und ich uns morgen hinstellen und sagen, wir wollen das, das wird auf keiner Versammlung stattfinden und die Versammlung entscheidet über das Verfahren. Das wird nicht passieren. Ja, also der Punkt ist, ja, ich habe das ja gerade schon gesagt, die extremen Meinungsführer an der Stelle sind bei uns Frauen. Ich weiß, ich habe da auch genug zu gelesen. Ja, ich weiß, dass das auch schon immer so war, aber momentan, das hatte Herr Bernd auch schon angesprochen, momentan von oben herab zu sagen, wir wollen das, macht es so, das hat den mehr oder minder etwas humoristischen Ansatz, hat Christopher Lauer schon mal gestartet und hat gesagt, er will für die nächste Liste in Berlin das umgedrehte Geschlechterverhältnis. Also 15 Plätze, 14 Frauen, ein Mann.
Das war eine gute Forderung, ja, tatsächlich. Das wurde aber auch als, also da, das, die Idee dahinter war, das überhaupt anzustoßen. Was wir momentan und das, was ich mit ganz vielen anderen Frauen und Männern in der Partei leiste, ist überhaupt anzuerkennen, dass das Geschlecht ein Merkmal ist, was massiv die Wahrnehmung und die Verhältnisse in diesem Land beeinflussen. So weit sind wir noch nicht. Und das ist einfach auch eine Frage von Bildung und von Diskussion und von Kampf. Und das wird stetig besser, aber das ist eine verdammt harte Arbeit. Und ich kann wirklich nur jede einzelne Frau hier und jeden einzelnen Mann, der sich als Feminist bezeichnet, bitte stürmt unsere Partei und erklärt den Menschen das. Ja, es tut mir leid. Wir haben da wirklich Defizite. Und das Geschlecht spielt keine Rolle, ist eine Lebenslüge des Internets. Eine neue Lebenslüge des Internets. Und das auszumerzen, das ist... funktioniert nicht. Ich würde gerne kurz mal eine Sache, die ich jetzt über Anke Domscheit-Berg ein bisschen mitbekommen habe, an die Grünen weitergeben, weil es gibt ja Überlegungen in der Piratenpartei, so eine Art positiven Shitstorm-System zu etablieren. Also, dass man sagt, wir haben keine Quote, sondern wir schlagen, also Leute, Frauen schlagen Frauen vor, weil die Frauen sich dann trauen, dass sie kandidieren. Also sozusagen wir sagen nicht, du bist scheiße oder du musst das machen, weil wir eine Quote haben, sondern wir sagen, hey, es wäre doch toll, wenn du das machst. Und das würde sozusagen erfahrungsgemäß dazu führen, zumindest bei den Piraten, dass schon mehrere kandidiert haben. Was haltet ihr von so einem Modell, was ja dann eben keine staatliche oder wie immer verordnete Quote ist? Es findet ja schon statt. Also es ist ja nicht so, als quasi wäre das jetzt die Revolution. Es findet ja schon heute statt quasi. Wir haben jetzt gerade, habe ich ja vorhin gesagt, die Urwahl, da sie ja jetzt mal stehen, von den bekannteren Gesichtern haben wir einen Bekannten und drei Bekannte. Und die wurden da auch nicht hingetragen, sondern die haben das quasi von sich selber ausgesagt, beziehungsweise haben das natürlich auch in ihren, auch zum Teil Frauenzirkeln irgendwie rückgekoppelt und wurden dafür dann ermutigt. Ich finde, das Problem ist, ehrlich gesagt, ich würde mir auch wünschen, dass man vielleicht sich dieser Kontroverse, und wenn man dann auf dem kommenden Parteitag Ende November dafür ausgelacht und ausgebuht wird, sagen, wir müssen darüber reden, welche konkreten Instrumente wir endlich einsetzen, damit die Situation, dass Frauen innerhalb der Piratenpartei so verhältnismäßig wenig in Funktionen sind, in Parlamenten ja schon aktuell sind von den 44, 45 Parlamentssitzen und vermutlich auch zukünftig sind, wie gehen wir daran? Und da ist natürlich, kann man sagen, wir sind noch nicht so weit, aber ich nehme gerade außer der Ansage, wir machen uns da Gedanken, wir trauen uns aber eigentlich auch nicht wirklich vor, weil wir wissen, wir kriegen dafür einen Shitstorm ab, eigentlich zu wenig. Weil ich merke, man kriegt solche Veränderungen nur hin, wenn man auch zum Teil, da jetzt mal, sich hinstellt und das 3, 4, 5 Jahre lang einmal wieder findet. Und dann klappt das vielleicht nicht zur Wahl kommendes Jahr, aber dann klappt es zur Wahl 2017, weil bis dahin die Debatte so weit ist. Und das Argument, es gibt bekannte Frauen innerhalb der Piratenpartei, die lehnen eine Frauenquote ab. Es gibt auch bei uns Frauen in der Partei, die finden die Frauenquote nicht gut. Nee, es ist kein Konsens, weil es gibt bei uns ja auch Leute, die finden sie nicht richtig. Aber nein, aber ja, genau, wörtlich, logisch. Aus dem Grunde haben wir sie ja auch. Und das finde ich so schade, dass man nicht da zur Not sich diesem Sturm auch in irgendeiner Form stellt und sagt, das ist einfach eine Realität in unserer Partei. Habt ihr ja schon beide quasi gesagt, dass es diese Defizite gibt. Wir haben die Situation in unserer Gesellschaft, dass Frauen weiterhin diskriminiert wird, dass Ungleichbehandlung stattfindet und wir müssen daran gehen. Es ist doch absurd, wenn man sich dann kommendes Jahr an den Wahlkampfstand stellen soll für die Piratenpartei und sagen würde, wir treten für eine Frauenquote in der freien Wirtschaft ein, aber bei uns selber nicht. Also das muss man auflösen, wenn man sagt, dass der Frauenanteil in der Abgeordnetenhausfraktion ist kleiner als der Frauenanteil im Vorstand von irgendeinem großen DAX-Konzern. Er ist so groß wie in der Weimarer Nationalversammlung 1918. Also,
Wir haben aber 2012. Aber nochmal ein bisschen zu dem, was Malte gesagt hat. Das stimmt schon, wenn ihr Sachen verändern wollt, dann müsst ihr halt auch anecken. Und Wandel erzeugt auch Reibung. Und das ist, dann müsst ihr eben, ich glaube, Jule, du machst das auch ganz gut, du sagst auch immer wieder, dass du dafür bist, so. Aber dann erwarte ich dann auch irgendwie auch von der gesamten Parteispitze, dass ihr da auch da offen für eintritt. Und ich glaube, es ist gut und richtig, dass man sagt, man unterstützt Frauen und man schafft irgendwie, unterstützt auch Frauennetzwerke, weil das ja auch ein Grund von vielen ist, warum wir so wenig Frauen auch in Führungsebenen haben. Aber es ist dann halt auch nur ein Mittel von vielen. Und auch die Quote ist nur ein Mittel von vielen. Und sie sichert ja auch nicht, dass wir mindestens 50% der Macht haben, sondern dass wir mindestens 50% der Repräsentanz haben. Aber das ist der erste Schritt. Und dann braucht es eben noch ganz viel mehr. Und da machen die Grünen und die Grüne Jugend auch viel, wo ihr auch viel lernen könnt und dürft. Also soll es gar nicht so klingen, aber dass wir eben das durchdeklinieren, dass wir Mentoring-Programme haben auf verschiedenen Ebenen, dass wir irgendwie, gerade in den Grünen Jugend machen wir gerade sehr viel, dass wir irgendwie jedes Jahr Förderungsseminare haben, gerade für Frauen, dass wir immer wieder Frauentreffen haben auf unseren Versammlungen, dass wir es immer wieder thematisieren und du musst es immer wieder thematisieren, auch bei den Grünen und die Schutzräume, die sich Frauen erkämpft haben bei den Grünen und wo ich so dankbar dafür bin, dass es die gibt, die müssen aber auch wir jungen Frauen immer wieder rechtfertigen, legitimieren, um sie erhalten zu wissen. So, ich würde jetzt wirklich vorschlagen, die letzte, oder hat sich hat sich im Endeffekt schon erledigt, also ging zur Quote. Mehr oder weniger, also ich bin selber, die Frauenquote ist so eine Sache, ich finde es schwierig auch, aber ich denke, es muss, wie gesagt, irgendwelche Instrumente geben, damit man überhaupt auf diese Gleichberechtigung wirklich kommt, weil real ist sie nicht da. Sie ist einfach nicht da. Und wenn es da nicht irgendwas gibt, irgendeine Sache, womit man mal anfängt, dass es dazu kommt, dann wird es wahrscheinlich auch in 5 Jahren nicht passieren. So, aber wie gesagt, im Endeffekt habt ihr mir das Wort schon aus dem Munde genommen und ich wollte das im Endeffekt auch nur sagen. Dann stelle ich noch eine allerletzte Frage, die war hier auch schon auf der Liste und die finde ich auch ganz interessant. Ihr seid ja für die Abschaffung des Geschlechts, aber wie geht das zusammen dann mit der Tatsache, dass ihr die männliche Semantik benutzt? Können Sie ein Beispiel dafür nennen? Piraten. Und nicht Eichhörnchen. Ja, in der Satzung. Also es ist, in der Satzung ist tatsächlich steht drin, es wird einfach geschlechtsneutral Pirat gesagt. Wir haben auch schon einige Anträge dazu, wie wir die Satzung ändern, um das eben zu verändern. Das sind also die Vorbehalte gegen genderneutrale oder geschlechtergerechte Sprache sind unglaublich. Aber das verändert sich auch. Also mittlerweile ist es zum Beispiel bei der Berliner Abgeordnetenhausfraktion in den meisten Texten Standard zu gendern. Ich benutze das Sternchen. Wir benutzen das. Also da ist auch eine Dynamik drin. Aber man muss halt immer auch gucken, wo hat die Partei 2006 angefangen und wie hat sie sich in den letzten Jahren entwickelt. Und da muss ich schon wirklich sagen, manchmal fühle ich mich dann auch, wenn ich sehe, wie viele Menschen da wirklich jeden Tag sich in diesen Shitstorm stellen. Und wir haben jetzt auch Frauen, wir haben jetzt auch Piraten, die gesagt haben, wir fordern jetzt die Quote innerparteilich. Wir machen dazu einen Flyer und fordern jetzt die Quote innerparteilich. Das gibt es, aber das sind halt Ansätze. Also wir befinden uns bei den Piraten, da habe ich manchmal das Gefühl, wir führen Debatten, wie wahrscheinlich, zumindest habe ich so gelesen, die meisten Feministinnen, die hier anwesend sind, in den 70er Jahren. Ja? Also wirklich von der Intensität her, von dem Hass her, von der es ist unglaublich. Ja? Und wenn man jeden Tag angefeindet wird, deswegen, wenn dann solche Sachen kommen wie Tittenbonus und wenn man dann noch auf so einer Veranstaltung ist und sich dann noch anhören muss, dass man irgendwie alles falsch macht, irgendwann ist es auch mal gut und das ist auch wirklich anstrengend, aber ich
ich sehe, dass sich sehr, sehr viele Menschen dafür einsetzen, dass sich das verändert. Und da ist diese Dynamik, die momentan da ist, ist zum Teil auch positiv. Also wir sind die Holocaust-Leugner jetzt losgeworden, wir sind die AG-Männer soweit losgeworden, wir sind die Waffenrechtler soweit losgeworden, wir sind jetzt sind da die Nichtraucher loszuwerden, und so weiter. Also, und das innerhalb von einem halben Jahr, ja? Wenn wir die Sexisten noch loswerden, und dann wir sind dabei. Aber es ist ein sehr harter Kampf, und ich glaube, also ich habe vor ein paar Wochen auf einer Veranstaltung bei den Linken gesagt, die nächsten Jahre werden entscheiden, ob die Piratenpartei ein emanzipatorisches Projekt ist oder nicht. Wir haben sehr viele Leute, die dafür kämpfen, die ganz klar emanzipatorische Werte haben. Und vielleicht gewinnen die anderen, vielleicht gewinnen wir. Wir werden sehen. So, ich würde gerne so abschließend, die Frage stand da auch, es taucht da jetzt auch schon ein paar Mal auf, aber vielleicht nochmal an die Grünen, was könnt ihr von den Piraten lernen? Also, jetzt ganz abstrakt. Also, ich würde sagen, geschlechterpolitisch glaube ich nicht viel, sage ich ganz ehrlich. Vielleicht für ein paar Diskussionen in einem anderen Rahmen statt als bei uns. Insgesamt, also ich finde aber gut, das ist natürlich auch ein Punkt, da bin ich auch zu sehr Nerd für. Ich finde schon, dass wir uns in den nächsten 2-3 Jahren stärker dranhängen müssen, dass unsere interne Parteiorganisation so internetgestützt ist, wie ich es mir wünschen würde. Da sei jetzt mal zeigt, die Piratenpartei gerade, was funktioniert und was auch weniger funktioniert, kann man ja auch sagen, das ist ja nicht jede Sache super, was auf jeden Fall was ist. Und ich glaube auch, dass er jetzt mal aus dem ganz eigenen Interesse, ich mache ja primär eigentlich Netzpolitik, natürlich ich auch dankbar bin, weil natürlich die Piratenpartei dazu beigetragen hat, dass ein Themengebiet, wo ich vor 8 Jahren für müde belächelt wurde und die Leute dachten bei uns, es geht ja noch immer um die Stromtrassen, jetzt quasi eine Aufmerksamkeit hat, wo ich glaube, die auch notwendig ist. Also aus dem Grunde gibt es da natürlich Punkte, die die Piratenpartei, glaube ich, in den letzten 5-6 Jahren vorangebracht hat, die für uns aber auch insgesamt spannend sind. Aber wir haben ja auch festgestellt, dass es natürlich auch ein paar Punkte gibt, wo die Piratenpartei noch in einem Entwicklungsprozess ist und wo ich auch selber die Frage habe und auch noch nicht weiß, wie sie sich weiterentwickelt und ob sie zu einer Partei ist, die man weiterhin quasi als eine progressive emanzipatorische Partei bezeichnen kann, oder ob sich halt Gruppen durchsetzen, die eine ganz andere Vorstellung haben, das wird man sehen, und das wird man dann auch, denke ich mal, schon ansatzweise im kommenden Wahlkampf sehen, weil da natürlich die Auseinandersetzung viel, viel stärker sein wird, als es noch 2009 der Fall war oder als es in irgendwelchen Landtagswahlkämpfen der Fall ist. An die Piraten noch mal ganz kurz. Was könnt ihr von den Grünen lernen, wie man sich etabliert, oder? Also wir sind ja nicht hier jetzt, um nur zu lernen, wir wollen ja unseren eigenen Weg gehen. Also wir müssen auch sehen, dass wir unser Profil selbstständig entwickeln. Es ist gut und wichtig, dass wir im Gespräch bleiben miteinander. Finde solche Abende gut, dass man bestimmte politische Themenfelder einmal durchdiskutiert. Aber letztendlich sind wir auch irgendwo Wettbewerber. Und insofern würde ich mir wünschen, dass wir erstmal unseren eigenen Weg auch gehen und uns selber profilieren. Und dann wird man sehen. Ja, vielen Dank für die dann doch sehr lebhafte Diskussion, auch für das Publikum. Und unten wartet Saft und Brezeln. Vielen Dank. Dankeschön.